Sean Spicer, our press secretary, gave alternative facts to that. But the point remains. Wait a minute. Alternative facts? Voll, voll, Presse, voll, voll, Presse, Presse, Presse. Howdy ho und herzlich willkommen. Heute mal nicht aus dem Benanza-Bus, sondern live aus der Beef Lodge. Beef Rogers, nicht ganz so bescheiden im Zuhause. Wir sitzen um einen wunderschönen Holztisch herum, dem Sommer zuliebe, ins Warme gezogen. Und ganz ehrlich, ich bin dir sehr dankbar dafür, lieber Sommer. Das ist heute die Harmonie-Edition, by the way. Nach der Krawallrunde letztes Mal. Und natürlich sitze ich hier nicht alleine in der Beef Lodge, sondern unter anderem mit dem Gastgeber Beef Rogers. Hallöchen. Dem Vize-Verhur Prollo Ferrari. Prost. Und dem heute tatsächlich in einer Runde mit uns befindlichen und tatsächlich lächelnden Herrn Sommer. Salve. Salve. Gesoffen hat er auch schon. Und weil wir hier so schön sitzen, würde ich sagen, wir fangen direkt mit dem Trinken an, damit der Sommer auch nach Hause torkeln kann. Und du stellst das vielleicht mal vor, weil du hast es besorgt. Und da machen wir dann noch einen kleinen Shoutout zu. Ja, das ist tatsächlich ein ganz sehr, sehr lokales Bier. Der eine oder andere hat ja schon mitbekommen, dass wir hier in Bonn aufnehmen. Und das ist aus einer Brauerei, Ale Mania. Die wird hier in Bonn-Pützchen wird das gebraut, sehr kleine Brauerei. Die gehen in ganz verschiedene Richtungen und machen so IPA-Biere und in verschiedensten Varianten und haben da verschiedene Sorten. Wir haben heute hier mal was, das nennt sich GSM, das ist auch vom Outfit her, ist noch so ein altes Nokia-Handy drauf, so ein bisschen so sehr Oldschool, keine Ahnung. Und genau, und wir können das ja gleich mal probieren. Es ist eher auch ein bisschen stärker. Also es hat, glaube ich, 6,9%. Ja. Genau, und es hat eine ganz putzige Dosenform. Es ist eine 440 Milliliter Dose, statt der üblichen 330 Milliliter Dose. Ist der Je Pint, wie der Franzose sagt? Wahrscheinlich, ja. Und nee, Pint ist doch noch, größer. Mehr? Das Pint ist über 5, also das ist 5,68, glaube ich, oder sowas. Okay. Und ich weiß, keine Ahnung, vielleicht waren die Dosen im Angebot. Dann ruft doch da morgen mal an. Und es ist eine Dose. Es ist eine Dose? Ja. Na, wir hatten doch gesagt, keine Dosen mehr im Bus. Und im Bus, richtig. Ja. Das mag ich an dir, du bist halt auch einfach sehr korrekt. Der Nachhaltigkeitsbeauftragte hat natürlich grundsätzlich recht, aber hat das Kleingedruckte nicht berücksichtigt. Wir sind ja extra in die Beef Lodge gegangen, um Dosen zu schießen. Ich werde die Dosen danach noch upscalen, also ich mache da noch prima Hamsterstelle draus. Aber ja, kann man auch, das wollte ich gerade erwähnen, weil das sind echt coole Dosen, das muss man sich so vorstellen, die sind komplett blank geputzt, vielleicht sehen Dosen grundsätzlich so aus. Und dann ist einfach nur so eine Art Aufkleber da drauf gemacht. Man sieht also noch viel von der Restdose. So ein Etikett drüber geklebt. So ein Etikett, genau. Und mit diesem Nokia, der sieht überhaupt nicht, sieht nach allem aus. Da könnten irgendwie Ladekabel drin aber sein, aber mal, kein Bier. Hier, der Sommer hat noch hier so einen Recycling-Code-Dings-Aufkleber und ich habe keinen. Recycling-Code-Aufkleber? Nein, ich habe auch keinen. Ja. Oh, was hast du denn da drauf? Das ist aber die Dose kannst du im Aldi wieder zurückgeben für 25 Cent. Guck, unsere. Deswegen ist er der Nachhaltigkeitsbeauftragte und wir nicht. So ist es. Genau. Wir schmeißen ja aber gleich in die Hecken da. Ich mache einen Vorschlag. Wir fangen erstmal an zu trinken, bevor wir schon alles drüber philosophieren. Genau. So. Ach, ist das echt Holz? Also wenn das jetzt gut ist, dann kann die nette kleine Brauerei ja auch gern mal andere Biersorten hier zur Verköstigung einreichen. Wir würden das machen. Könnt ihr einfach schon mal dran riechen. Es riecht ein bisschen anders. Es riecht eine Spur fruchtiger. Aber das tun diese IPAs das doch immer. Das riecht so oder? Ein bisschen wie Red Bull. Riecht wie typisches IPA eigentlich. Ja, sehr, wie du sagst, schon fruchtig. Ja. Schmeckt es euch denn, Jungs? Wunderbar. Mhm. Wunderbar. Herrlich. Sehr gut. Und nur fürs Protokoll, es hat überhaupt nichts mit Red Bull zu tun. Wie nee, auch. Also ich finde, das schmeckt wie ein klassisches IPA. Und wie geil, dass da so ein altes Nokia drauf ist. Also. Na, ich habe inzwischen. Und es heißt ja dann auch noch GSM, ne? Das heißt GSM, das sind die Anfangsbuchstaben der drei Hopfensorten Galaxy, Sabro und Mosaik. Richtig. Das steht hinten drauf. Ich habe keine Ahnung von Hopfen. Und GSM, ne? GSM? Jetzt war doch der Funkstandard. Das ist genau. So. Jetzt sind wir ja schon bei 5G und inzwischen auch wieder zurück zu 2G. War GSM ist quasi 1G oder was?
Ich glaube, ja, Bündnis 5 GSM. Ich weiß nicht, ob sich das mit 1G überschneidet, 1:1, aber in die Richtung geht das natürlich. Ich werde es gleich mal in der Tasche googeln. Eine Taube. Setzt sich 5G eigentlich durch jetzt während der Pandemie? Ja, selbstverständlich. 5G plus. Ja. Aber nur mit Chip. Genau, was könnte man denn da alles? Geimpft, genesen, genervt? Genervt wird sicherlich zählen. Genau. Ja, und laut Spahn gestorben. Gestorben. Muss man leider auch sagen. Ja. Was ist das fünfte? Gegift jetzt bald, wenn Cannabis frei ist. Also das wäre dann auch irgendwie eine Überlegung. Ja. Nicht nur gesoffen, das ist dann das Plus ja, vielleicht. Genau. Ist auch gut für die Hüfte. Also wenn du immer nur säufst, ist doof. Kiffen macht nicht so dick. Ja, das stimmt. Ja, wobei, wenn du hinterher so die Munchies bekommst, ne, wieder... Und irgendwie noch eine Packung Chips wegziehen. So die Couch Potato, die irgendwie sich nicht mehr bewegt. Naja. Ach, guck, Katze. Ach, eine Katze. Na, hey, ist das der Kalle? Mensch, Kalle. Kennst du den oder was? Ja, sicher. Ich kacke den immer in deinen Garten. Bei mir kacken die Nachbarkatzen immer in meinen Garten, weil wir keinen Hund und keine Katze haben. Nee, ich kenne den Kalle, der ist hier aus der Nachbarschaft. Ja. Ja, aber freut mich, wenn euch das Bier schmeckt. Wie gesagt, das ist ja lokale Brauerei, kann man sehr empfehlen. Ale Mania. Ja. Die haben auch, glaube ich, im Vertriebswege haben sie tatsächlich ein paar Läden hier, also Supermärkte und so, hier eher regionale Anbieter, Bonn, Köln. Und man kann einmal im Monat, kann man da, so wie früher, kann man es abholen. Also wie früher an der Molkerei, die Butter oder die Milch, kann man da einmal im Monat einfach sich seinen Biervorrat abholen. Das ist natürlich dann auch Garagenverkauf quasi. Und du hast ja gesagt, man kriegt auch noch eine 10-minütige Führung. Oder ja, man kann da so eine Brauereiführung machen, das geht relativ schnell, weil die Brauerei halt nicht so groß ist. Also das ist halt irgendwie überschaubar. Und der größte Teil des Abends besteht halt darin, dass man sich durch die verschiedenen Sorten trinkt. Ja, also das ist eigentlich auch der Kern einer Brauereiführung, so der Markt. Dachte ich auch. Ja. Ich will ja immer was lernen und ein bisschen was Wissenswertes und deswegen bin ich immer froh, wenn bestimmte Dinge dann irgendwie noch, aber naja, sei es drum. So. Ja. Ich hätte was völlig abstrus ist, was so ein bisschen hier quasi, also ein bisschen dafür ist, wenn man ganz viel Bier getrunken hat, dann kann man das vielleicht brauchen. Ich weiß nur nicht, ob es irgendwie eine gute Sache ist. Fast ein Scheißhaus. Und zwar ein ganz wichtiges Scheißhaus oder ein ganz besonderes Klo, eigentlich, also ein Klosett, kein ganzes Scheißhaus. Kannst du nochmal sagen, ein was? Ein Scheißhaus? Achso. Ich dachte, Scheißhaus. Also kein Haus, schon ein Klosett. Also quasi nur so ein. Nicht das ganze Gebäude drumherum. Hier hat ein Künstler, um seine Begeisterung für einen bestimmten Musiker irgendwie zum Ausdruck zu bringen, der hat ein Klo gebaut mit dem Musiker drauf. Also in dem Fall geht es um den Schlagzeuger von Metallica, Lars Ulrich heißt der. Und da hat tatsächlich einer ein Klo gebaut, da sitzt Lars Ulrich auch drauf, also quasi als Figur. Und man kann dann sich davor setzen und kann dann da scheißen. Wie mit Lars Ulrich zusammen. Also auf dem Klo, sozusagen. Das ist nicht der Live, das ist tatsächlich jetzt nur eine Figur quasi. Also zufällig habe ich das Foto gesehen und ich muss sagen, das wäre mir unangenehm, weil du sitzt dem quasi so auf dem Schoß. Ja. Als wird er dich jetzt hier. Oh, der ich Stuhl kann wird auch das mit, Foto ja? mal rumgehen. Es ist auch ach du Jemine, nur ach, so du knapp Scheiße. Daneben. Oh. Also quasi jetzt von der Optik her muss ich sagen. Muss man schon auch nur in sehr speziellen Momenten, ich denke mir dann auch. Ja, also was ist denn dieses dritte Bein da? Das ist die Schüssel. Bein ist der Anfang der Schüssel, genau. Ja. Das ist dann quasi und der hat ja nicht mal eine Hose an. Also, ja, das liebe Hörer, der sitzt ja am Klo. Der sitzt da halt extrem breitbeinig und zwischen seinen Beinen, ja, also da tut sich dann eben die Öffnung der Toilette auf und das sieht schon irgendwie so ein bisschen niveaulos aus. Ja. Wobei, also man möchte eigentlich nicht zwischen seinen Beinen sitzen. Ja, genau. Wobei sich mit der Abbildung der Genitalien hat sich der Künstler sehr zurückgehalten. Mhm, genau. Er hat so als künstliche Verlängerung hat er hier seine Stöckchen. Genau. Gut, wir wissen nicht, ob das auch so ist. Also ich habe da jetzt noch nie genau hingeguckt. Aber ich finde das ein bisschen schwierig, weil ich denke mir halt auch, also oder was ist das für eine Situation, wenn einem wirklich mal schlecht ist von zu viel Bieren? Nicht jetzt von dem Ale Mania Bier, aber mal irgendein billiges Bier trinkt und sich meinst, dann übergeben aufs muss. Klo und da sitzt schon dann, einer. Da wieso, schon wenn du dann den Kopf da über die Schüssel hängst, dann ist das zumindest für Leute, die Lars Ulrich näher kennen, ein völlig normaler Gruppi-Anblick. Das mag natürlich sein, aber ja, man will ja dann ja nie einen Schoß gekotzt bekommen. Also es ist irgendwie schon eine schwierige Situation
Und da ist für mich so die Frage, also ich meine, ich spare mir jetzt die üblichen hier in dem Artikel, haben sie dann auch für den Arsch und solche Wortspielchen gemacht. Die habe ich mir jetzt alle mal geklemmt, weil ich denke, das ist zu offensichtlich. Aber was sagt denn Lars Ulrich dazu? Weiß man das? Nee, ich habe heute wahrscheinlich alles schon Social Media mäßig, wird er doch bestimmt davon was mitbekommen. Nee, habe ich jetzt irgendwie nichts mitgekriegt, dass er da irgendwie, sich schon irgendwie geäußert hätte zu. Ich fände es auch jetzt, bin jetzt natürlich kein berühmter Musiker, aber hier ist nochmal das in seiner ganzen Pracht. Ich finde es auch so ein bisschen zweifelhaft. Also ich weiß nicht, ob ich mich da äußern müsste zu als Musiker. Ja, also ist schon speziell. Also wir laden ja den Artikel hoch, da sind dann auch die Fotos drin. Also gerne dann auch bei www.benanza.de dann auch gucken, wenn das hochgeladen ist. Und der hat auch so glänzende Beine, also sieht aus, als wäre er gerade vom Waxing gekommen und dann mal eben noch schön eingeölt. Also vielleicht muss er sich ja waxen, damit er schneller Double Bass spielen kann. Das kann natürlich sein. Kein Luftwiderstand durch Haare an den Beinen. Wer weiß es. Also mir machen die Augen noch viel mehr Sorgen, ja, als das, was da unten rumgeht. Also Augen ist auch so ein bisschen, was zombiehaftes, wenn er was geschmissen hätte. Es ist irgendwie ja schon speziell. Also ich habe keine Reaktion von Lars Ulrich gefunden. Ich habe jetzt auch keinen direkten Draht zu ihm. Und der Künstler findet das eigentlich super und sagt, das wäre halt für ihn quasi sein unkonventioneller Weg, Lars Ulrich und Metallica zu ehren. Er hätte ja auch ein Bild malen können oder eine traditionelle Skulptur, aber er dachte, es wäre dann irgendwie doch besser im Sinne der Kunst, dass er da quasi einen Scheißhaus konstruiert. Ich sage ja immer, man sucht sich seine Fans nicht aus, ne? Ja, und es ist ja nun mal, also man muss ja schon sagen, es ist kreativ und ist mal was anderes. In gewissem Sinne hat er ja auch recht, ne? Also man kann auch das 730. Bild malen oder man macht eben den Musiker auch einen Scheiß aus. Ja, andererseits man nimmt das Geld und läuft. Ja. Andererseits denke ich mir, es hat manchmal auch seinen Grund, warum es noch nicht gemacht wurde. Also ich finde, nicht alles, was man machen kann, muss auch gemacht werden. Ja, aber guck mal, wenn du jetzt in der Kneipe wärst, ne, in so einer Metal-Kneipe oder so, und da stünde so ein Teil auf dem Klo, wäre es wahrscheinlich witzig, weil dann hast du so ein bisschen ein Sitzen, kommst aufs Klo und da sitzt da so ein breitbeiniger Lars Ulrich und wartet auf deine Ladung. Ist ja auch, also da wäre es irgendwie witzig, aber so im Privat, ja, Haushalt, naja. Jeder, wie er es mag. Also das, wie gesagt, passt ja in eine Reihe mit, wir hatten das ja vor einiger Zeit mal, diese Geschichte, wo dann irgendein Metaller aus dem Skelett seines Onkels eine Gitarre gebaut hat, das hatten wir ja auch schon mal. Ja. Ist ja so eine ähnliche Kiste, wobei ich jetzt hier glaube, der Lars Ulrich hier nicht mit drin steckt. Also, besser ist das. Also, naja. So. Ja, ich habe passend dazu, habe ich was aus Kalifornien mitgebracht. Das fing damit an, dass ein geneigter Mensch, wer macht es nicht, sich sein Toilettenpapier bei Amazon bestellt hat. Ja, Klassiker. Uh-huh. Und das hat er auch bekommen. Und dann ist aber der Bote gegangen und anschließend stand der Lieferwagen noch vor der Tür. Und er ist dann nochmal hingegangen, hat den abgefangen, den Boten. Der erzählte irgendwas von der Motorleuchte, die angegangen sei und wusste nicht so recht. Dann war der Eigenheimbesitzer, also der mit der Klopapierkunde, ist dann, war kurz unterwegs, kam dann zurück. Da war der Wagen zwischenzeitlich umgeparkt, sodass er wenigstens in seine Ausfahrt wieder reinkam. Immerhin. Und aber am nächsten Morgen stand die Karre immer noch da. Diesmal witzigerweise umgekehrt, auch wieder in der Einfahrt. Und die Karre stand da rum. Ja, und keiner wusste so recht. Und dann hat er versucht, das über Amazon zu klären, was ja auch auf der Hand liegt, ist da von Pontius zu Pilatus geraten, war der Meinung, jetzt hat er wahrscheinlich am Ende noch eine Amazon-Kreditkarte, aber immer noch keine Lösung. Und kam da halt nicht weiter. Ja, am Ende riet Amazon ihm dann doch einfach einen Abschleppdienst zu rufen. Das hielt er natürlich für Quatsch, kann ja nicht einfach einen Wagen hier abschleppen lassen. Und er war außerdem der Meinung, dass Amazon das ja wohl lösen könnte, ja. Und dann kam er auf die Idee, war inzwischen schon auf Twitter unterwegs und erzählte das Ganze so ein bisschen nach und wollte dann von Amazon einfach $100 Parkgebühr pro Tag verlangen als Spende an eine gemeinnützige Einrichtung. Und nach 4 Tagen kam dann schon der erste Abschleppwagen. Der fuhr wieder weg, hat wohl nicht geklappt. So, kurze Zeit später kam dann der nächste Abschleppwagen und den hatte die Mercedes-Werkstatt geschickt, die diese Karre wohl 2 Wochen vor dem Zusammenbruch noch repariert hatte.
Ja, und am Ende war die Karre dann wieder los. Ja, wie? Da kamen jetzt zwei Abschleppwagen. Da kam, genau, der erste ist wieder abgedampft, wo auch immer der herkam. Und der zweite von der Werkstatt hat die Karre dann wohl erfolgreich mitgenommen. Und ja, am Ende, gut, seine Parkgebühren hat er jetzt nicht bekommen, aber immerhin von Amazon hat er einen 200-Euro Warengutschein bekommen als Entschädigung. Und hat sich dann gedacht, komm, ich stock das auf $400 auf und spende das dann selber. Ja, und stand da die Karre in der Einfahrt. Ich weiß nicht, wie groß deine Einfahrt ist. Ja, das geht ja so ein bisschen den Hügel hoch bei dir zur Villa, am Poolhaus vorbei. Ja, aber wenn da der Lieferwagen steht plötzlich. Ja, pass auf, Prollo, noch besser. Mir ist es ja so ergangen, die Geschichte habe ich hier im Kreis ja auch irgendwann schon mal erzählt, als wir unser Haus gebaut haben und dann auch schon in der Hütte gewohnt haben und der Nachbar war auch noch dabei zu bauen. Plötzlich komme ich von der Arbeit, da steht so ein fast haushoher Silo direkt vor unserer Eingangstür. Da hat der Nachbar, der irgendwie gerade dabei war, seinen Innenputz zu machen, dann so ein mega Silo anliefern lassen und hat einfach irgendwie anscheinend keinen Bock gehabt, das bei sich selbst vors Haus zu stellen, stand dann halt bei uns. Ja, wir waren begeistert. Ja, und was war da drin? Ja, da ist irgendwie dieses Zeug, was du eben zum Verputzen innen brauchst, ne? Das kommt dann, okay. Oder für einen Estrich, was weiß ich, keine Ahnung, aber das sieht man ja immer mal an Baustellen, ne? Diese riesen Silos, die dann da mobil mal eben hin platziert werden. Ja, scheiße sowas. Ja. Aber ich frage mich immer, so eine Geschichte, die ist ja ganz nett, aber da hätte da wahrscheinlich keine Sau von Notiz genommen, hätte es Twitter nicht gegeben. Richtig. Also der virale Mehrwert kommt ja wahrscheinlich dadurch, was er dann dazu immer täglich so auf Twitter gepostet hat und nicht, dass da irgendwo eine Karre zwei Wochen bei irgendeinem in der Einfahrt steht. Ja, und das Ganze zieht sich ja weiter. Ich habe das jetzt in meiner Verzweiflung gestern, weil ich noch was brauchte, habe ich dann Stern.de aufgerufen. Weil ja, der Stern hat es abgeschrieben aus Weiß und Weiß hat es halt, das ist glaube ich mutmaßlich besteht die Redaktion aus Leuten, die Twitter lesen und dann Dinge, Geschichten daraus nacherzählen. Und ja, keine Ahnung, das verbreitet sich. Dann ist ja auch eine putzige Geschichte und auch hier Klassiker, ne? Es wird gespendet für irgendwas oder Wohltätigkeitsorganisation. Und ja, gut. Also, dass er immerhin, gut, immerhin hat er von sich aus zugegeben, Klopapier auf Amazon bestellt zu haben. Ja, stimmt. Das wäre jetzt für mich so ein bisschen das gewesen, wo ich so mir die Frage stelle, also auf den Gedanken bin ich tatsächlich noch nicht gekommen. Also, das ist irgendwie. Also, da frag mal den Ben. Ich kann mir vorstellen, der Ben, der bestellt das gern bei Amazon, weil der Ben hat uns ja mal hier im Podcast erzählt, aber ich weiß nicht, Beef, da warst du wahrscheinlich noch nicht dabei, dass ihm das unangenehm ist, im Laden Klopapier zu kaufen. Aber es wäre, glaube ich, noch unangenehmer, wenn da so ein komischer Amazon-Bote mit, da bestellst du ja auch nicht nur ein Paket, da musst du ja direkt mal so, ne, 8 oder 9 am besten. Warum ist dir unangenehm, Klopapier zu kaufen? Weil ist ja lieber, gehst mit einer vollgeschissenen Hose rein, los. Nein, aber kennst du das nicht? Da gibt's sogar so ein Meme oder irgend so ein Webvideo von, wo eine Frau da Klopapier dahin liegt und dann sagt der Typ, sie kaufen Klopapier, sie gehen scheißen, das ist ja voll ekelig. Das ist dieses Video, das werde ich suchen und euch schicken und vielleicht auch in die Shownotes packen, das drückt genau das auf. Ich stehe dann da mit meiner Rolle und jeder weiß, damit schmiere ich mir nachher den Arsch ab. Ja. Und ja, gut. Stellen die sich dann vielleicht vor, ich finde so Klopapier, das ist so eine, da gehe ich lieber Kondome kaufen. Ja? Dann stellen sie sich wenigstens mich beim, ne, whatever, ja, vor. Aber beim Kacken und dann so. Ja, aber vielleicht denken die Leute auch, Gott sei Dank, er macht es mit einem Klopapier und nicht mit der Hand. Ja, ja, natürlich. Gut. Aber dann wäre ja gar nicht so der Anlass. Wahrscheinlich, wenn man mich normalerweise sieht, will ich hoffen, denkt man nicht sofort oder stellt man sich meine Person nicht sofort auf so einem Lars-Ulrich-Klo vor. Scheißen, ja gut. Im Scheißen, sondern dann denkt man so, ja, der hat ja vielleicht eine dicke Nase oder was auch immer, aber sonst nicht. Ja. Und dann lege ich dieses Klopapier dahin, die so, aha, ich weiß, was du vorhast, Freundchen. Ja, aber ich finde das ehrlich gesagt, also ich meine, es ist ja, nicht scheißen ist ja auch keine Lösung. Also da das muss man stimmt. auch ehrlich sein. Ne? Ja, geschissen wird immer, aber trotzdem, ja.
Trotzdem muss ich das ja nicht der netten Dame an der Lidl-Kasse oder Rewe-Kasse unbedingt so aufs Auge drücken. Ja, gut, aufs Auge sowieso nicht, aber ich meine, das ist... Also das ist jetzt eklig. Ja, ja, genau. Aber besser als auf die Nase binden. Ja, das... Aber mit dem Klopapier bestellen über Amazon ist vielleicht auch ein bisschen riskant. Also ich meine schon, das ein oder andere Mal gelesen zu haben, dass dann irgendjemand sich bei der Bestellung so ein bisschen mit der Menge vertan hat und dann kommt da direkt irgendwie ein LKW mit irgendwie 5 Paletten und du hast irgendwie für die nächsten 5 Jahre Klopapier zu Hause. Also mein Elektriker, schöne Grüße an den an dieser Stelle, der hat mir erzählt, letztes Jahr in der Pandemie war er bei einer älteren Dame und hat da schon, macht da seit vielen Jahren schon so Stromgeschichten und dann ging das in der Pandemie los, ne, das weiße Gold und so weiter, und dann ist er bei ihr da reingekommen und die hatte sich wohl in einen Raum, in einem Vorratsraum bis unter die Decke Klopapier gestapelt. Ja. Weil die, also die, und da kann man vielleicht, ich weiß jetzt nicht genau, wie rüstig sie war, aber sie war auf jeden Fall wohl schon sehr alt. Da kann man wirklich sagen, dass sie wahrscheinlich bis an ihren Lebtag es ausgesorgt hat. Ja, Klopapier. Gut. Reizdarm. Vielleicht. Nächste Diarrhoe kommt bestimmt. Vielleicht, wenn sie älter war, vielleicht waren das dann auch irgendwie Erfahrungswerte, wobei ne, gerade die ältere Generation ist eigentlich ja. Ja. Ja, wenn du mal ältere Menschen fragst, die sehen es eigentlich entspannter, weil die sagen, ja, früher wurde es auch mit Zeitungspapier gemacht. Was soll's? Ja. Ist halt heute mit dem Tablet blöd, ne? Die meisten haben ja keine Zeitung mehr in Papier. Ja. Das. Beef, sehr gut. Das stelle ich mir jetzt besser nicht vor, wie man das hinkriegt. Also zumindest kein Tablet verleihen an Nicht-Zeitungsabonnenten. Ja. In Klopapier Notzeiten. Ja, ist richtig. Aber hatten wir nicht mal, um mal wieder selbstreferenziell zu werden, wieder das, ich liebe diesen Ausdruck, den hat, glaube ich, der Henk hier eingefügt, aber hatten wir nicht mal irgendwo so eine, hat nicht irgendeiner mal so eine Klopapierberechnung eingebracht, wie viel Klopapier aufs Jahr verteilt, statistisch, na klar, Statistiken, aber hat Herr Sammer doch mal irgendwie ausgerechnet, was so gekackt wird. Ja, das war für Köln und dass man in Köln irgendwie billiger kacken kann als in, was war die andere Stadt? Wahrscheinlich Uexküsen. Düsseldorf. Ja. Kann sein, dass es Düsseldorf war, ja. Das war in der Tat ganz gut, auch wenn es eine Statistik beinhaltete. Das war eine witzige Geschichte. Leute, zieht euch einfach nochmal alle alten Podcasts von uns rein, dann hört ihr die auch. Ja. Ihr habt ja Zeit. Auf der Toilette. Und vor allen Dingen, der Lockdown kommt. Wo jetzt ja Merkel wieder ihren Lockdown möchte, da haben wir dann, oder habt ihr dann alle ganz viel Zeit? Nein, natürlich nicht. Aber mal was anderes. Habt ihr eigentlich das Gefühl, dass ihr so im Job und zu Hause genug Anerkennung kriegt, so mal jemand kommt und sagt, hey, super gemacht, hast deinen Job super gemacht, deinen Vermerk super geschrieben oder zu Hause das Kind super ins Bett gebracht, alles, dass mal jemand so kommt und sagt, top. Ja, ich finde das, ich erlebe das tatsächlich, das ist vielleicht der Vorteil, wenn man sozusagen Scheidungskinder hat, die selbst wenn meine bessere Hälfte leckeres Essen kocht, werde ich immer gelobt dafür. Wenn die da sind, dann sage ich, oh Papa, das schmeckt so gut, bei dir ist immer so lecker. Sag ich, ja, das habe ich aber gar nicht gekocht. Also ich koche auch und ich koche auch, glaube ich, ganz so, dass man es essen mag, aber halt nicht immer, aber ich kriege immer das Lob. Da leiden dann bestimmte Personen ja, also in meinem Haushalt. Also hast du ja dann also eigentlich genug Anerkennung. Wie sieht es bei den anderen aus? Ja. Ah, ja? Ich habe so einen Raum, wo die Leute sich treffen können, einfach die, wo ich dann die Danksagungen immer gegen so wie der Papst. Ja, genau. Mit dem Finger. Den Ringfinger. Weil genau. ist ja schon so ein Problem. Ich meine, Anerkennung braucht jeder, aber jeder unterschiedlich viel. Ne? Der eine braucht ein bisschen nur, der nächste ein bisschen mehr, der Narzisst jeden Tag oder jede Stunde. Und jedenfalls Anerkennung ist so ein Thema. Und jetzt ist jemand in der Schweiz, wir sind ja gerne hier auch bei uns. Du bist immer in der Schweiz unterwegs, also mit Unterhosen verbuddeln und was weiß ich. Es gibt so Rechtsprechung, Statistik, Schweiz und ja. NTV. Und jetzt sag doch mal lieber, sag mal, wo hast du das denn gefunden, was du jetzt hier vorstellst? Schweizer NTV. Ah, du hast es doch gesehen. Genau, man muss jetzt wissen, dass der Ben hier mir schon aufs Blatt schielen kann. Ne? Also insofern, rhetorische Fragen muss ich hier nicht beantworten.
Aber ich wurde ja auch hier wieder unterbrochen. Ich wollte sagen, wir sind ja gern in der Schweiz und Österreich, ja, um dann genau zu dir zu kommen, weil in Österreich die Storys von den Schluchtenscheißern, wie der Wendy gern nennt, die kommen eben von Ben gern. Weil ich sie so liebe, die Österreicher, ja, muss ich noch dazu sagen. Ja, ja, genau. Dass das keinen falschen Zungenschlag kriegt, ne? Der Ben mag die Ösis. Ich auch. So. Auch den Herrn Kurz? Ach, warum denn nicht? Ist mal lustig mit dem. Ja, lustig. Jedenfalls, da hat sich der Gemeinderatspräsident von, und jetzt pass auf, Ben, denk mal an das Mädel, die du gerne in den Podcast reinkriegen wolltest, der Gemeinderatspräsident Peter Weber aus Mettauertal. Mettauertal in der Schweiz, der hat nämlich eine Wahnsinnsidee gehabt für all die Menschen, die zu wenig Anerkennung kriegen, wo halt nicht mal jemand sagt, Mensch, du hast einen tollen Job gemacht oder du hast gerade super lecker gekocht. Der hat sich was ausgedacht, denn der hatte zu den Leuten, die sich so ein bisschen über zu wenig Anerkennung beschwert hatten, immer gesagt, als Spruch, das hast du gut gemacht, stell dich doch mal für eine Viertelstunde unter die Schulterklopfmaschine. Das war so sein Spruch. Und irgendwann hat er gedacht, wieso eigentlich immer nur den Spruch bringen? Und hat tatsächlich mit einer Crowdfunding-Kampagne und viel Tüftelei eine Schulterklopfmaschine. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass er sie persönlich erfunden hat. Ich weiß nicht genau, wie es gelaufen ist, aber er hat sie jedenfalls anfertigen lassen für seine Gemeinde Mettauertal in der Schweiz. So. Und das Ding ist echt eine coole Idee, ist in einer alten Telefonzelle untergebracht. Und jetzt, pass auf, ist es nicht so billig, wie man es sich vorstellt. Wie würdet ihr euch so eine Schulterklopfmaschine vorstellen? So künstliche Hände an so einem Rad, ja, die so, dann so, so klack, ja, oder klack, so, eine, klack, so, ein, so ein Haushaltshandschuh, der mit irgendwas gefüllt ist, dann immer so in so ein Rad, genau, das immer flapp, flapp, flapp. Ja, das ist fast naheliegend, dass wir Deutschen so denken, weil wir ja Digitalisierungsweltmeister sind. Es ist nämlich ganz anders. Er hat ein Ding erfunden, wo es ein Touchscreen gibt. Und da können dann die Leute eben hingehen und sagen, zum Beispiel einfach eintippen, was sie Tolles gemacht haben, wo sie ganz gern Anerkennung für hätten. Oder wenn sie irgendwie vielleicht total selbstkritisch sind, ne, und gar nicht so jetzt was wissen, ne, dann dürfen sie aus einer Liste was auswählen, ne, kriegen so ein paar Vorschläge, was haben sie vielleicht toll gemacht, dürfen das dann antippen. So, und dann passiert Folgendes, dann kommt das Lob. Ein Video wird dann abgespielt von Menschen, die, und das ist jetzt ganz, ganz witzig, sich vorzustellen, die zu Volksmusik und im Zeitraffer jubeln, tröten, Luftschlangen durch die Gegend pusten und applaudieren. Also du kriegst nicht irgendwie physisch auf die Schulter geklopft, sondern du hast da eben dann dieses Jubelvideo, wo dir einfach mal eben die Leute quasi ins Gesicht jubeln und kriegst dazu noch irgendwie einen Gutschein von irgendeinem zum Beispiel Bäcker aus der Ortschaft, der das Ganze sponsort, also der dann da auch gleichzeitig dadurch Werbung mitmacht, also einen Gutschein, den du dann da einlösen kannst. Und damit das Ganze auch noch mehr Anerkennung für dich bringt, es wird dir angeboten, dass ein Foto von dir gemacht wird, was dann sofort auf Facebook gepostet wird. Wahrscheinlich, das wird jetzt hier nicht genau ausgeführt, verbunden mit der Beschreibung der tollen Leistung, die du erbracht hast. Ja, auf www.metch.ch. Genau. Genau, ja, wie findet ihr das? Findet ihr das eine gute Idee oder findet ihr das jetzt irgendwie kacke? Das wird ja generell zu wenig gelobt. Also das sagt er auch, genau. Ja. Das sagt er auch. Aber ist das jetzt, wie er das da gemacht hat, ist das eine gute Idee oder bringt das eher nichts? Ich finde es immer schwierig, wenn man es selber einfordert. Ne? Also das ist irgendwie, ich fände es ja dann schöner, wenn jetzt da quasi, ich weiß jetzt nicht, wie groß Met ist da im Schweizerischen, aber dass man so entweder rumgeht oder dass sich sowas so 2000 Einwohner. Dass man jemanden vorschlagen kann, dass man also eher andersrum sagt, also hier, pass mal auf, hier der Sammer, der hat mir jetzt also wirklich so oft schon geholfen und macht so viel gute Sachen, schick doch da mal hier den Gratulator hin oder sowas und der nimmt den dann mal irgendwie sich eine Viertelstunde vor und klopft den auf die Schulter oder sowas. Sowas hätte ich jetzt eher erwartet. Okay. Aber ich finde das erstmal eine witzige Idee. Wenn es jetzt rein digital ist, ist es jetzt ja eher, also kein physisches
physisches Schulterklopfen in dem Sinne. Also das, genau, hatte das ich ist jetzt so interpretiert eher wie im übertragenen. Gummihandschuh. Okay. Ja, eher im übertragenen Sinne. Also dir wird nicht physisch auf die Schulter geklopft, sondern du kriegst den Schulterklopfer via Video. Und ich finde die Idee auch ganz lustig. Ich weiß nicht, was es wirklich jemandem bringt, der vielleicht tatsächlich sagt, ich will mal, dass mal irgendwie mir jemand sagt, ich habe es super gemacht. Ob das dann wirklich was bringt, weiß ich nicht. Aber sie haben immerhin hier von ntv.de die Astrid Schütz, Professorin für Persönlichkeitspsychologie an der Universität Bamberg gefragt. Das finde ich ja geil. Ne? Das ist Professorin für Persönlichkeitspsychologie. Geiler Titel. Ne? Wo man ja ein Professor werden kann drin. Und dass Journalisten für so eine Maschine dann so eine Professorin da ausfindig machen, finde ich auch cool. Da ist sie die Frau von dem Typ aus der Schweiz, der das da. Ja, genau. Aber die findet das also generell, ne, mit der Anerkennung findet sie wahnsinnig wichtig, ne? Wie der Prollo schon sagte, viel zu wenig wird gelobt und so weiter. Ganz wissenschaftlich wird es, wenn sie dann auch noch sagt, Anerkennung hat auch evolutionär einen Sinn, weil es unsere Gesellschaft zusammenhält und dafür sorgt, dass wir Normen einhalten. Ja, so wichtig ist das, ne? Nicht nur für den Einzelnen, sondern für die ganze Gesellschaft, wobei sie sagt, und das nimmt man mit hier, auch für die Hörer vielleicht ganz interessant. Sie sagt, wichtig ist beim Anerkennen, beim Loben, ein konkretes Verhalten zu loben und nicht eine vermeintlich tolle Eigenschaft. Also zum Beispiel nicht zu sagen, Mensch, bist du klug zur Tochter, die irgendwie in der Schule immer gut ist, sondern zu sagen, hey, du hast ja ein super Bild gemalt im Kunstunterricht oder deine Arbeit, die ich hier gerade durchgucke, Englisch, super. Ja? Also sie sagt, es ist total wichtig, wenn man Anerkennung jemandem entgegenbringen soll, dann soll man es für ein konkretes Verhalten machen und eben nicht für eine vermeintliche Eigenschaft. Also eigentlich wollte ich gerade zu einem überschwänglichen Lob ansetzen, wie toll du immer so grundsätzlich deine Sachen vorträgst. Aber jetzt wollte ich das ein bisschen umswitchen und sagen, jetzt in diesem ganz konkreten Fall hast du das sehr schön gemacht, ein sehr interessanter Artikel und ich finde, du hast vollkommen recht. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht kann man noch kann man ja verschiedene Versionen von dem machen, so eine Art Rockstar-Version, dann wirst du mit Unterwäsche beschmissen oder sowas, also sowas irgendwie, das wäre ja vielleicht auch nochmal eine Idee. Ich finde hier in der Runde so 2.0-Variante. Genau, in der Runde sollten wir uns auf jeden Fall auch so eine Schenkelklopfmaschine anschaffen. Aber dann mit dem Gummihandschuh bitte. Klatsch, klatsch, klatsch. Das ist immer so schön im Hintergrund flappert. Genau, der aussieht wie Lars Ulrich im Klo. Der flappernde Kasper. Ja, aber ich finde das wirklich, das ist eine schöne Geschichte. Ich finde ja Loben tatsächlich auch wichtig. Also unabhängig jetzt vom, also jetzt ohne Scheiß jetzt. Also sorry. Aber ist schon auch wie Prollo das eben schon so richtig sagt. Also es wird auch ganz oft, als jetzt auch in der Arbeit oder sonst wie immer erwartet, dass ja alles funktioniert. Das ist ja eigentlich nicht der Normalzustand. Also Normalzustand ist ja, dass ja, auch eine Geschichte genug geht. Des Lobes, ne? Ja, irgendwie sowas, ne? Genau. Also das ist ja. Sagen doch die Schwaben, glaube ich, oder? Das muss man dann schon zu, wie soll ich sagen, verstehen wissen. Also deswegen finde ich es durchaus auch mal positiv, Sachen, die geklappt haben, mal positiv zu erwähnen. Wie auch immer, was auch immer. Wenn es das Bild der Tochter ist oder der Geschäftsbericht des Vorstandes. Ja, und vielleicht, da suche ich jetzt natürlich auch wieder händeringend die Überleitung zu dem Artikel, den ich hier noch auf die Schnelle vorbereitet habe, von langer Hand natürlich. Letzte 2 Minuten. Und ich bin, nein, den habe ich mir tatsächlich schon vorher mal in meine Lesezeichen gepackt, allerdings nicht gelesen. Das habe ich in den letzten 2 Minuten nachgeholt, in der Tat. Bin ja ehrlich zu euch und den Hörerinnen und Hörern, aber wie ihr wisst, bin ich hier der Zukunftsbeauftragte und kenne neben Prollo natürlich, der das sicherlich kennt, als einziger die Webseite golem.de, die immer wieder über diese Zukunftsthemen berichten und ein sehr beliebtes Thema von mir ist natürlich auch Bitcoin und da haben die Golem oder eine Golem-Redakteurin namens Elke Wittig heute veröffentlicht einen Artikel, die abstruse Geschichte des Bitcoin-Kreuzfahrtschiffs. Ich weiß nicht, ob du sie aus Reddit schon kennst, du guckst so wissend, Prollo, aber... Ich habe Reddit, habe ich ja auswendig. Ja, gut. Auf jeden Fall, was ist der Hintergrund? Das ist, erstreckt sich hier über 5 Seiten, deswegen habe ich auch ein bisschen nochmal nachlesen müssen, aber ich fasse es mal zusammen. Prollo guckt nur so, weil er eben aus Versehen seine Kontaktlinsenflüssigkeit getrunken hat. Also, ja, stimmt. Die steht direkt neben der Dose.
Ja. Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Also, der Gedanke Bitcoin. Aber es war ein tolles Konzept. Bitcoin, Leute, die in Bitcoin investiert haben, ursprünglich mal, heute ist es ja ein reines Zocker-Ding geworden, aber früher war das ja auch so ein bisschen der Gedanke, so eine alternative Währung zu haben, quasi sich loszusagen von den Zwängen einer Notenbank, einer regulierten Währung und so weiter und so fort. Und das haben halt so ein paar Typen sozusagen ein bisschen weitergedacht und haben gesagt, okay, wie können wir denn sozusagen auch das komplette Leben in einem rechtsfreien Raum gestalten, und haben die Idee weiterentwickelt, die schon viele vor ihnen hatten, nämlich, wie alte Segelbären wie ich wissen, auf hoher See zu leben. Denn außerhalb der 12-Meilen-Zone ist ja ein sozusagen Hoheitsgebiet von niemandem. Kennt ihr noch den Film Waterworld? Richtig, das ist so dieser Waterworld-Gedanke. Und wie kommt man da hin und kann man da leben? Da muss man sich am besten ein Schiff kaufen. Und dann haben die dann so ein Konzept entwickelt, eine Gruppe gegründet. Und dieses Meer-Utopia, wie es hier heißt, versucht in die Tat umzusetzen. Der erste Schritt war mal dieses Unternehmen zu gründen, Ocean Builder. Und über das Unternehmen, wo sie dann, ich weiß nicht, ob durch Bitcoin Gelder gesammelt haben, ein Kreuzfahrtschiff zu kaufen. Und ihr kriegt jetzt, habe ich eigentlich schon vorgelesen? Nee, ich habe es noch nicht vorgelesen. Ihr kriegt jetzt natürlich den goldenen Bitcoin, wenn ihr erratet, in welchen Titel oder in welchen Namen sie dieses Kreuzfahrtschiff umbenannt haben. Ich gebe euch einen kleinen Tipp. Es fängt immer mit MS an, wie Motorship. MS? Bitcoin? Nee. So einfach. Also komm, ich halte euch doch nicht für doof. Doch. Nein. MS Satoshi. Satoshi Nakamoto, der Erfinder des Bitcoin. Die MS Satoshi wurde also dann ins Leben gerufen, beziehungsweise von Pacific Dawn, so hieß das Teil vorher, in MS Satoshi umbenannt. Und war ein echtes Schnäppchen, Corona sei Dank, beziehungsweise die Kreuzfahrtkrise, die schon vorher ein bisschen anfing, aber in der Pandemie dann richtig wirkte, sei Dank. Weil eigentlich konnten sie es nicht leisten. Das ist ein gar nicht so altes Schiff, 91 gebaut. Aber dann kam Corona und haben die tatsächlich dieses Teil für 9,5 Millionen Dollar gekauft. Das erscheint mir echt wenig. Vollgetankt wenigstens. Wahrscheinlich. Haben es in eben MS Satoshi umbenannt. Jetzt muss ich einmal hier die Devices wechseln, weil ich auf meinem Tablet kein Internet habe. Aber ich habe natürlich was vorbereitet. Hier Seite 2 von dem Artikel. Wie ging es dann weiter? Dann haben sie eben dieses Schiff umgebaut so ein bisschen und haben 777 Kabinen, ich weiß nicht, ob das eine magische Bitcoin-Zahl ist, aber haben 777 Kabinen sozusagen angepriesen und wollten dann eben da Leute in dieses Bohemia auf dem offenen Meer bringen, wo alles frei ist. Problem war nur, dass sie dann relativ schnell gemerkt haben, naja, damit das hier alles klappt, brauchen wir Regeln. Nein. Haben also erstmal als erstes ein relativ ausgefeiltes Regelwerk sich ausgedacht, damit das Zusammenleben da gedeiht. Also da war noch niemand an Bord, sondern sie haben das vorneweg schon mal konzipiert und haben dann gedacht, naja, Regeln sind ja schön und gut, wir brauchen auch Kontrollen. Und haben dann so für diese Satoshi-Bewohner so einen Security, sehr stämmige Security-Typen engagiert, die dann die Leute, bevor sie in die Kabinen kamen, gefilzt haben, ob die irgendwelche verbotenen Gegenstände dabei haben, die man halt da nicht haben wollte in dieser freien Welt. Bei diesen Kunden. In dieser sehr freien Welt. In dieser sehr freien Welt. Und das Problem war auch, dass diese Freiheit relativ karg bemessen war, wie sie hier schreiben. Denn die Kabinen waren nur so zwischen 18 und 52 Quadratmetern groß. Also 52 ist ja schon relativ groß. Aber die überwiegende Zahl der Unterkünfte entsprach der kleinsten Kategorie. Also 18 Quadratmeter ist die neue Freiheit auf offenem Meer groß. Und da siehst du dann auch so auf den Fotos so richtig, so alle, sie schreibt hier, sieht aus wie auf Opas Dachboden, so alte Stockbetten und so. Also sie hatten offensichtlich nicht mehr sehr viel Geld für den Innenausbau. Vielleicht mal, so mal ein paar Bitcoins mehr gekauft. Also je mehr du das beschreibst, desto mehr stelle ich mir so eine MS Alcatraz vor. Ja, so wahrscheinlich kann man das tatsächlich sehr, sehr gut sich so vorstellen. Und ein weiteres Problem war, dass sie dieses tolle Konzept, also es sind drei Leute, die dahinter stecken, die das dann halt so machen wollen. Die haben sich das überlegt, aber wussten gar nicht, wer die Zielgruppe sein soll. Also die wussten jetzt, dachten, das ist eine coole Idee,
aber wussten gar nicht, an wen sie die jetzt verkaufen. Und so kam es dann, und damit schließe ich diesen sehr langen Artikel auch gerne ab, dass sie insgesamt 200 Interessenten hatten, die sich dann mal das angeguckt haben. Natürlich wurden dann gefilzt, wurden mit den ganzen Regeln da vertraut gemacht. Und was glaubt ihr, wie viel von den 200 Interessenten dann tatsächlich da eine Kabine genommen haben? 17. 4. Keiner. 3. Also, weil die hatten ja dann wieder Platz. Also ich meine, da konnte ja dann bei 777 Kabinen, hatte ja so rein rechnerisch jeder so locker 250 Kabinen. Ja, aber das ist halt auch nicht dann mein Schiff, ja. Das ist in keinster noch schlimmer Weise. Als so eine Kreuzfahrt mit Senioren ist ja so eine Kreuzfahrt ohne Senioren. Ja? Und sie hatten auch gar keine Ahnung, wie man so ein Schiff eigentlich bewegt, was man da alles machen muss. Man muss so ein Schiff auch ständig instand halten, muss ganz viele Dinge machen. Das ist ja quasi so eine Stadt in sich, die ganz viele Dinge auch erfordert, seemännisch und ganz generell. Und das ist also Die Hauptbotschaft von diesem schönen Artikel ist, wie das halt mal so richtig in die Hose ging, und die beschreibt da auf 5 Seiten, dass wirklich alles, also wirklich jede, da gibt es kein Erfolgselement in diesem ganzen Businessplan, sondern jeder einzelne Schritt ist in die Hose gegangen, außer vielleicht, dass wir für 9,5 Millionen ein ganzes Kreuzfahrtschiff gekriegt haben. Ja, aber herrliche Stümper am Werk irgendwie, oder? Ja, das hört sich sehr dilettantisch an. Und vielleicht gibt es ja ein paar YouTube-Videos, wo du schlauer dann von bist. Also, stand da denn auch irgendwie drin, sollte sich das Ganze irgendwie wirtschaftlich tragen, oder wollten die da Geld verbrennen? Nein, das sollte sich schon wirtschaftlich tragen. Also die Leute sollten da schon für zahlen. Und, ja, aber ganz ehrlich, wenn du so 18 Quadratmeter brauchst mit einem Stockbett, wo du irgendwie ewig nicht wegkommst, dann kannst du auch in der Fußgängerzone einen vermöbeln. Dann hast du das Gleiche. Ja? Lässt du dich mitnehmen und dann sitzt du da schön. Das ist ja, glaube ich, sogar teilweise so, weiß ich nicht, so unter, so als Obdachloser im Zweifel machst du irgendwie so ein bisschen Kleinkriminalität, dann hast du es wenigstens warm über den Winter, ja. Aber das Ganze jetzt aufs offene Meer übertragen, weiß ich nicht. Also wer hat denn Bedarf, sich jetzt in so eine Bude da einzukaufen, nur um quasi da gesetzlos oder... Ja, und frei und zu leben. Eben noch ja nicht, Bullshit. Und noch nicht mal gesetzlos, denn die haben da ja dann einen ganzen Katalog von Regeln aufgestellt, eine Security eingeführt. Also da fühle ich mich doch als Interessent irgendwie dann so ein bisschen verarscht. Da stelle ich mir doch, glaube ich, was anderes vor, wenn ich da dann hinkomme. Und dann kriege ich da erstmal so ein ganzes Regelwerk um die Ohren gehauen. Eine Kabine, die für die Tonne ist, also in der du nicht leben möchtest. Und dann hast du auch noch eine Crew, die überhaupt nicht weiß, wie sie so einen Tanker fahren soll. Ja, also. Und das Problem war auch, dass sie, das habe ich gerade nochmal nachgelesen, zum Stichwort, wie soll sich das finanzieren? Also das sollte wohl dauerhaft von den Insassen, sage ich mal, finanziert werden. Problem war nur, dass sie in dem Konzept gar nicht vorgesehen hatten, dass die irgendwie, während die da auf hoher See rumdümpeln, auch Geld verdienen. Also man ging davon aus, das sind so reiche Leute, die gar nicht mehr arbeiten müssen. Dann fragt man sich natürlich, quetschen die sich in eine 18 Quadratmeter Kabine? Warum sollten die das tun, wenn die ausgesorgt haben? Ja gut, du kannst natürlich dann ein Homeoffice machen. Nee, aber es gab, also es gab auf diesem ganzen Schiff wohl gar keinen Schreibtisch. Es gab gar keinen Workspace. Das war gar nicht vorgesehen. Die haben das ganze Ding mit so Kabinen umgebaut, wo man dann halt da in so Blechkabinen hauste, aber da konntest du nicht arbeiten. Gab es nicht mal ein Buffet, Frühstücksbuffet oder so? Ja, vermute mal, dass, also ich weiß es nicht, aber ich vermute, soweit haben sie schon gedacht. Viel Bacon. Also es klingt auf einer Schlauskala von 1 bis 10, wo 1 so eher dumm ist und 10 ziemlich pfiffig, na 2. Viel mehr ist nicht. Da bist du aber sehr freundlich. 1,8. Ja, ich bin der Mensch, vielleicht irgendwo doch noch eine Idee. Also kein Raum für Anerkennung in dem Fall. Nein, nicht wirklich. Ja. Also das mit dem, ich meine generell so, ja, auf offenem Meer mit einem Schiff, der Grundgedanke, der ist ja schon, also wenn jetzt nicht irgendwie genial, ja, weil das, da sind sicherlich schon andere drauf gekommen, aber der hat ja was für sich. Ja, nur vielleicht hätte man jemanden fragen sollen, der sich mit sowas auskennt. Ja, und wenn man, ich meine, auch da musst du ja mit meinen längeren Perspektiven, also ich meine, irgendwann musst du auch mal wieder irgendwo an Land gehen und das ist ja nur auch, also ich glaube, ich bin jetzt kein Kreuzfahrttourist, weiß Gott nicht, aber selbst da machen die ja regelmäßig Landgänge, weil es ja sonst zu öde wird auf der Kiste halt irgendwie. Ne? Ich meine, da kannst du irgendwann, warst du nun mal genug im Pool und hast dir jeden mal angeguckt
und hast in die Weite geblickt und mal ein paar ernsthafte Selfies geschossen für deinen Instagram-Kanal, aber am Arsch, also irgendwann ist doch Feierabend. Ja, und jetzt, also wenn ich da jetzt irgendwie Interesse gehabt hätte an diesem Projekt, dann ja doch deswegen, weil es irgendwie, ja, dieser Freiheitsgedanke. Und wenn, dann mache ich doch so ein Projekt, dann muss halt auch ein bisschen Anarchie auf dem Schiff herrschen. Weiß ich nicht, glaubt die Zielgruppe, vertreibst du dir doch sofort mit so einem strikten Regelwerk. Was wollen die damit? Und halt mit Etagenbetten. Also ich glaube, also ich will nicht sagen, aber die meisten Jugendlichen haben schon keinen Bock mehr drauf heutzutage. Und ich glaube, dann gut Vermögende würden jetzt eher sagen, nein, nee, nicht, nee, brauche ich nicht. Apropos Gutvermögende, wir haben ja eben, was hatten wir eben, 6,8%. Ich wollte jetzt auch nochmal einen raushauen hier, 8,0. Das ist das besagte Blond, die besagte Blonde, die ich euch aus Antwerpen noch schuldig war. Eine große Flasche mit einem kleinen Zwerg drauf, der eine Fahne mit Blond in der Hand hat. La Chouffe, was immer das heißt, vielleicht heißt es der Zwerg, könnte sein. Mein Französisch ist so ein bisschen angestaubt. Der Beef hat nicht das Glas. Ich war schon mal im Wasser schon leer getrunken, ja. Der kriegt, oh, das, ich mag das so an diesem Blond, wenn das so schön schäumt. Und auch noch weißer Schaum. Ah. Ja. Das sieht gut aus. Der Sommer hat noch nicht leer. Ja, ich mach gleich nochmal hier die Gläser. Ja. Zweite Runde voll, weil so viel Schaum. Einfach ist so viel Schaum. Aber lass noch was für den Sommer drin, ne, dass der hier rumheult. Ja, der kann dann halt den Rest aus der Flasche trinken. Oder so. Dann kann der. Ja. Also ich muss sagen. Das, ich der Zwerg, das hast du ja völlig unterschlagen. Der Zwerg fährt ja ein Rad. Ach so, das habe ich gar nicht gesehen. Du hast recht. Scheiße. Der fährt ein. Hinten fliegt er auf so einer Gans. Das ist ja so, das wäre ja mal was für eine Weihnachtsfeier, oder? So ein bisschen Zwergen werfen, Einrad fahren und sowas. Ja, dann kriegst du doch heute gar nicht mehr durch, solche Themen. Natürlich nicht. Und dann noch irgendwie Frauen beleidigen und homophob unterwegs sein und Fäkalwitze, das machen wir eh schon die ganze Zeit. Also Fäkalwitze, okay, das ist jetzt Sex, Standard, meine Damen und Herren. Sextouristen. Das wäre ja für die Freiheit von seinem Schiff eben auch was gewesen hier. Endlich hier mein Einsatz. Sextouristen auf Gran Canaria. Das war jetzt Einsatz. Das war mein Einsatz. Ach so. Nein, also tatsächlich, Achtung, Achtung, kennt jemand die Dunastämme Maspalomas? Die Dünen auf Gran Canaria, da gibt es nicht so viele Dünen. Wanderdünen, unberührte Natur. Etliche Quadratkilometer unberührte Natur, Wanderdünen. Heißen? Ja, ja, pass auf. Ja, und der Begriff Overtourism sagt euch was? Ja, ja. Also die Dünen hat es tatsächlich seltsamerweise heimgesucht, denn Gran Canaria hat ein Problem mit Sextouristen und Swingern und dergleichen, weil nämlich die Wanderdünen relativ einsam sind und auch hier den einen oder anderen Rückzugsbusch bieten. Ja, letztendlich ist denen ein gewisses Schicksal ereilt, dass nämlich ja, inzwischen Hunderte, konkret 298 Sexrückzugsorte mittlerweile gezählt wurden, wo die Leute einfach sich da auf der Insel schön in den Dünen vergnügen. Ja, also auch im Artikel ist ja von Cruising die Rede. Also ja, ist jetzt nicht so irgendwie, dass man da mit der Ehefrau ankommt, sondern vielleicht auch mal so insgesamt der guckt, MS Satoshi so vielleicht. Genau, hier mit der Satoshi. Das wäre mal eine Zielgruppe. Genau. Swinger. Aber das war ja nur drei. Na, jedenfalls, also das Problem ist, ich komme direkt. Könnt ihr mir Reihe umswingen? Komm mal zum Problem. Ich komme mal hier auf den Punkt. Also die Leute, die, um sich da zu vergnügen, trampeln, die hat alles kaputt, die hinterlassen ihren Müll, die benutzen die Dünen letztendlich halt auch auf Klo und da liegt halt alles Mögliche rum und selbst die einheimischen Echsen sterben teilweise, nachdem sie irgendwie Kondome essen oder, also echt üble Zustände, ja. Also ich hatte mich, als den Artikel da begonnen hat, schon gefragt, wann kommt eigentlich jetzt das Problem, weil das spricht ja jetzt erstmal für die Insel, dass die Leute sich da irgendwie in die Wanderdünen verziehen, aber ist natürlich nicht so schön. Das sind halt nicht irgendwelche Touristendünen mit irgendwelchem mit so LKW-Sand, der da an den Strand gekarrt wird, um dich als Pauschaltouristen da zu belustigen. Naturphänomen. Sondern das sind halt einfach Naturschutzgebiete. Ja, das ist tatsächlich auch teilweise komplett. Also unberührt ist jetzt ein schwieriges Wort, wenn es Also, genau, also
quasi. Na, jedenfalls, die Natur kriegt es halt ab, ja. Das tropft ja auch. Und letztendlich. Also das tropft ja auch. Ich glaube, das ist das kleinste Problem. Wohl eher irgendwie die Kunststoffreste. Ja, also ja, aber ihr kennt das ja auch, imposant und die ganzen Steigerungen bis so im Arsch geröllt. Ich meine, das kommt ja auch, das ist ja auch wahrscheinlich. Ja. Also, generell, also Respekt vor Leuten, die erfolgreich Sex im Sand haben. Ich stelle mir das kompliziert vor. Ja, das kann auch sehr schmerzhaft aber sein. Aber für den Sand ist das halt auch nicht so geil. Ja, aufreibend. Letztendlich, die sagen halt auch, ja, wir haben auch nichts gegen öffentlichen Sex. Ja, kein Problem, aber bitte nicht hier die Natur kaputt trampeln. Gibt es denn da jetzt auch in den Wanderdünen von Gran Canaria so Schilder, wo du dann so ein kopulierendes Pärchen siehst, was durchgestrichen ist? Das ist jetzt im Artikel ist da nicht die Rede von, ich kann es mir aber vorstellen. Ich fände es schön. Ja. Ja, okay. Wie soll das Thema jetzt angegangen werden? Also ist das jetzt irgendwie, sind die erstmal nur doof? Durch, finden die es nur doof oder? Durch Öffentlichkeitsarbeit wahrscheinlich. Also letztendlich das Tourismus. Ja, aber das kann auch ein Eigentor werden, ne? Das wird wahrscheinlich noch so ein Swinger-Mecker, wenn die dann immer weiter. Also ihr müsst mich mal belehren, habe ich hier irgendwas falsch abgespeichert? Ich habe Gran Canaria eher so als Rentnerinsel im Kopf. Also das passt ja jetzt nicht so ganz zusammen. Bad Hönningen ist auch ein Rentnerort und da wird einiges weggeknallt am Rhein. Das war Rentner von heute knattert das auch. Rentnermalle. Ja. Also letztendlich. Der Rentner Sauerlandstern. Was da am Rheinufer alles von da abgesondert wird, will ich gar nicht wissen. Was braucht man denn? Sonne und ein bisschen Diskretion? Und eine Wanderdüne. Und eine Wanderdüne, ja. Aber wenn da 286 Leute, wie viel du da eben genannt hast? Nee, das waren nicht oder? Die Leute, das waren. Ach so. Weil das ist ja so richtig also lauschig, einsam die, ist ja auch nicht mehr. Teilweise haben die irgendwie noch so Zäune mitgebracht, ja, um sich da einzurichten. Die also haben Strandmuschel mitgebracht. Also diese 298. Die haben sich Zäune mitgebracht. Sogenannte Sex-Spots, wie es in diesem englischsprachigen Artikel heißt, da gab es halt auch natürlich Forschung drüber, unter dem witzigen Titel Sand, Sun, Sea and Sex with Strangers. Jedenfalls, die haben sich da irgendwie noch ihre Absperrung mitgebracht. Weiß ich nicht, vielleicht so ein Strandzelt oder irgendwie so ein Zäunchen, ja, irgendwas aus Plastik. Und gezählt haben die Forscher eben 298 Orte, wo irgendwer mal zugange gewesen war. Ja, das sind hier irgendwie. Anhand von Spuren oder? Das ist auch so ein Forscherjob. Ich weiß nicht, nee, wie geil ist. Fußabdrücke, weißt du? Immer wenn so zwei Fußpaare hintereinander. In dieselbe Richtung. Genau. So dieselbe Richtung standen. Nee, tatsächlich leider, zweimal leider. Zweimal Ferse, zweimal Zähne. Genau, so Hinterlassenschaften, im Zweifel halt auch einfach Müll. Und das war halt doof. Und hinzu kam. Das war halt doof. Was die Sache. Aber wie attraktiv ist denn so eine Wanderdüne für so einen Stell-Dich-Ein, wenn du da irgendwie in den Müll reintrittst und in andere Dinge, die ich jetzt gar nicht benennen möchte? Ich glaube, Dünen sind doch einfach mal ganz grundsätzlich total attraktiv, um darin Sex zu haben. Das ist ja mal einfach so. Das ist doch geil, das geht so ein bisschen hier verlorene Weiten, keine Ahnung, und dann ziehst du dich da halt zurück. Da rennt ja auch nicht normalerweise jeder so durch und dann kannst du da halt. Und was sind denn die Alternativen? Am Hotelstrand wohl kaum, wo da irgendwie 50 Liegen in einer Reihe stehen. Da kommt ja irgendwann der Security. Oder hättest du Handtücher? Ja gut. Wenn es da gibt es ein schönes Video. Oh, ich will es gar nicht sehen. Da gibt es wirklich ein schönes Video. Bist du da drauf? Nein, aber da gibt es ein schönes Video über, bei WhatsApp ging das mal rum, irgendwie World's Best Mama und dann so von irgendwelchen Leuten gefilmt, so über 10 Meter, was da so unterm Handtuch stattfand. Also die Leute können ja auch am Hotelstrand machen, was sie wollen, ja, da ist es aber dann wenigstens kein Naturschutzgebiet. Ja. Da kommt dann hinter die Planierraupe, macht den Sand wieder glatt und dann ist es gut. Ja gut, Naturschutzgebiete, also wir sind hier bei voll in die Fresse, ja auch Naturschützer, nee, ernsthaft. Also war das jetzt eine Anspielung? Was? Nee, ernsthaft, also finde ich dann auch nicht gut, wenn dann irgendwie da die Echsen verrecken, das finde ich nicht gut. Ja, vor allem an einem benutzten Kondom, also bitte ey, wie tief kann man sinken? Das ist ja wirklich nicht schön, also an einem benutzten Kondom erstickt, wer will denn das irgendwie, das ist doch nicht schön. Oder? Also. Ja, nee. Gut, es gibt vielleicht. Egal ob Ex oder nicht Ex, also völlig wurscht. Unfälle, Sexunfälle außerhalb von Dünen, wo jemand an einem benutzten Kondom
Ersticktes würde ich jetzt gar nicht mal ausschließen wollen, aber das müssen ja nicht die armen Echsen sein. Ja, ich wollte gerade sagen, also die können ja nur wirklich am wenigsten dafür. Ja, also, boah, es schmeckt so lecker nach Erdbeere. Gibt's Erdbeere. Guck mich nicht so an. Ja, ja, alles gut. Erdbeere, Banane, Schokolade. Ja. You name it. Und Leberwurst. Ich hätte noch was euch mal so ein bisschen hier von euren erogenen Zonen wieder runterbringt. Und zwar habe ich einen Artikel, da geht es darum, also hier ist ein Mann vor Gericht gezogen. Das ist eigentlich Sammers Thema. Ja, aber ich dachte, ich greife da mal an. Es ist tatsächlich ist jetzt schwierig anzufangen. Also sag mal so, er ist vor Gericht gezogen und behauptet, er wäre 102 Jahre alt. Weißt du, ich glaube, also ich kann jetzt nur hier die Augenblicke, du hast mal wieder, also irgendwie müssen der Prollo und du irgendwie eine Leitung haben, weil ihr euch immer gegenseitig die Artikel klaut. Ja. Hast du auch schon was oder willst du was? Noch? Der hier, oder? Na, ist egal, erzähl genau, doch mal. Ja, genau. Du kannst es bestimmt auch besser vortragen als ich. Ich neige immer so zur Selbstverhaspelung. Direkt zur Wanderdüne. Ja. Also das hier ist wanderdünenfrei, weil das ist im Gerichtssaal. Und wie gesagt, der Mann behauptet, er wäre 102 Jahre alt, ist aber laut der Daten seines Versicherungskontos und so weiter 1973 geboren. Und ist also demnach erstmal 48 Jahre alt, ist auch von der Rentenversicherung etc. gibt es dann entsprechende Informationen. Also das ist so. Er sieht auch, und das ist ja schön, also er ist auch im Gerichtssaal dann gewesen. Also er hat das tatsächlich versucht, das einzuklagen, hat aber immerhin offensichtlich keinen Anwalt gefunden, sondern sich selber verteidigt. Also das ist ja schon mal, spricht ja schon mal den ganzen Bereich aller Anwälte in Deutschland, dass sie dieses Ding nicht angenommen haben. Ganz kurze Frage, wieso war der damit vor Gericht? Also er wollte, das ist der wesentliche Punkt, er wollte halt rückwirkend, weil er jetzt ja 102 angeblich wäre, er wollte rückwirkend halt die Rente einklagen. Ach so. Also er wollte halt quasi die von 102 rückwirkend auf dann. Weil du sagtest, der hat sich verteidigt. Ich dachte, der wurde wegen irgendwas angeklagt. Nee, er wurde nicht. Also er wollte seinen Anspruch. Ja, ja, seinen Anspruch verteidigen, ja, okay. Quasi, weil das ja erstmal abgelehnt wurde von der Sozialkasse quasi. Und genau, und er ist dann wohl auch mit ein bisschen, also graue Haare und so weiter und so fort und spricht auch leise und alles fein und gut. Und wie gesagt, er wäre auch im Moment nicht arbeitsfähig, immer ein bisschen schwierig wohl und behauptet aber, er wäre 102 Jahre alt. Genau, 102. Also er sagt halt, er wäre am 2. Mai 1919 in Hannover zur Welt gekommen und hat eine selbst erstellte Geburtsbescheinigung darin vorgelegt. Das sind so Sachen, und denkst, ey, also ich, so, und das geht auch genauso weiter, ne? Hat dann auch einen Eigenbeleg, wie man ihn aus dem Steuerrecht kennt, unterzeichnet mit dem Namenszusatz Prinz Ernst von Hannover. Ja, natürlich. Und er hätte dann 1992 bis 1995 erfolgreich eine berufliche Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten absolviert. Also sprich, im dann doch wieder fast schon zarten Alter von 19, 20 bis 70, also 73 hat er seine Ausbildung angefangen und wie gesagt, hat es dann in 3 Jahren durchgezogen, also knallhart. Und dann wurde er vom Gericht gefragt, warum denn seine Rentenversicherung seinen Geburtstag auf den 12. Juli 1973 terminieren würde, und da sagte er nur, der hätte einen schweren Unfall gehabt. Mehr Aussage dazu hat er nicht getroffen. Vielleicht ist der ja wirklich so alt und von Aliens entführt worden. Das könnte natürlich sein, dass er dann irgendwie dann wären wir wieder bei den Dünen, dann die Aliens knattern ja üblicherweise die Leute auch immer durch, aber bekloppt, oder? Und er hat dann auch das ausgerechnet, wie viel er dann kriegen müsste, also seine Rentenansprüche konnte er auch definieren irgendwie und wollte das dann vor Gericht quasi einklagen, nachdem die Sozialkasse das dann komischerweise abgelehnt hat. Und und das geht dann so ein bisschen hin und her. Und das Gericht hat ihm dazwischendurch auch noch gesagt, also wenn er das jetzt durchziehen würde, müsste er auch dann die Gerichtskosten dann tragen, falls er verlieren würde. Das, das wäre ihm klar. Falls. Aber wie hatte der gerade Freigang aus dem Krankenhaus, oder? Wird hier nicht erwähnt. Es ist halt, es wurde dann, also er ist dann auch, es ist jetzt tatsächlich, weil auch der Richter dann auch so kurz gesagt hat, also man sah ihm auch nicht an, dass er 102 ist. Also ich sag mal, wenn du jetzt irgendwie sagst, ich bin 93 und ich möchte auf 102, okay, das kann man möglicherweise rein optisch schwieriger unterscheiden irgendwie, ne? Das ist dann je nachdem, was du für eine Faltencreme hast, aber also 48 und 102
kann man erkennen üblicherweise. Ja gut, der hat einen an der Klatsche, so viel dürfte ja dann feststehen. Aber es gibt keinen, der ihn da vor diesem Prozess schützen konnte und insofern. Vielleicht hat er an dem Tag die Tabletten weggelassen. Ich weiß es nicht. Also es ist tatsächlich, es ist auch so, es ist dann abschlägig, dass der Richter hat auch noch gesagt, das Verfahren sei aus Mutwilligkeit geführt worden und der Kläger müsse deswegen die Kosten tragen. Das waren in dem Fall 1.000 Euro. Und der Prozess sei damit beendet und Revision war auch nicht zugelassen. Also es ging wohl auch dann eher schnell, vermute ich mal. Was mich dabei nur so ein bisschen, also das ist ja jetzt an sich erstmal ganz witzig und alles irgendwie ein bisschen schrullig und man denkt sich so, wie bekloppt kann man sein. Andererseits denke ich mir halt, warum landet sowas dann auch wirklich vor Gericht ernsthaft? Ist das, wo man sagt, naja, das ist halt ein freier Staat, hier hat jeder die gleichen Rechte, jeder kann, auch so absurd es sein mag, irgendwie da vor Gericht ziehen und muss dann zumindest dem klassischen Prozedere irgendwie Genüge getan werden, dass man sagt, okay, du hast deine Chance gehabt, von vornherein völlig hirnlos, aber okay, und wir arbeiten das ab oder so. Ich denke mir auch, was denkt sich so ein Richter, oder waren ja mehrere Leute dann beschäftigt, auch Chefin und wer alles dabei sitzt, da denke ich mir auch, also das ist doch irgendwie auch, wenn du da abends heimgehst und sagst, so, heute habe ich aber einen, der meint, der wäre 102, war aber nur 48, komische Sache. Ja. Ich finde das sehr schwierig irgendwie, also ist so ganz komisch einzuhören. Auf der einen Seite finde ich, meine ich jetzt durchaus ernst, also auf der einen Seite finde ich halt bei aller Schrulligkeit, jeder soll ja das Recht haben, irgendwie seine aus seiner Sicht vermeintlichen Rechte oder wie auch immer Rechte dann zu verteidigen, nur es ist halt oder überhaupt einzutreiben oder einzufordern, aber es ist vielleicht hat er einen langfristigen Plan, dass der einfach durch solche Aktionen sich irgendwann auf Dachschaden diagnostizieren lässt und vielleicht da eine Rente draus bekommt. Ja, aber ich hatte ja deswegen gefragt, es war keiner da, der ihn davor sozusagen geschützt hat. Mhm. Wenn da keiner ist, der ihn zurückhält, klar, dann kannst du natürlich so einen Weg gehen, so einen Verrückten. Ich habe auch mal von einem Typen gelesen in der Zeitung, der wollte die Olympischen Sommerspiele nach Aachen holen. Hat behauptet, er wäre Olympiabeauftragter, hat dann angefangen auf einem Grundstück, auf einem leerstehenden Grundstück, da wollte er ein Stadion bauen. Das gehörte ihm gar nicht, aber da hat er dann irgendwie schon mal Bauzäune ankarren lassen, hat das alles eingezäunt und wollte dann da irgendwie anfangen, ein Stadion bauen zu lassen, bis irgendwann irgendjemand beim Bauamt gemerkt hat, dass da irgendwas schiefläuft. Also ja, aber das ist ja das Ding, es ist ja auch das Gleiche mit den ganzen Reichsbürgern und Querdenkern und so weiter, wenn du einfach nur entschlossen genug bist, so einen Schritt raus aus dem System zu machen, was ja per se gar nicht so schlecht sein muss. Da kenne ich ein gutes Schiff. Ja, genau. Ja, aber dann merkt man immer wieder, wie schwer es dem System fällt, die Leute wieder auf Linie zu bringen oder damit klarzukommen. Weil erstmal das ganze Ding, so unsere ganze Gesellschaft darauf gepolt ist, dass sich Leute gesellschaftskonform verhalten. Aber wenn dann einer sagt, ja, eure Zeitschreibung oder eure Altersmessung, die akzeptiere ich einfach nicht als Grundlage meiner Bewertung oder der Bewertung meiner Person und der Versicherung und so weiter und so fort und des Rentensystems, ja, da musst du das wahrscheinlich auch erstmal irgendwie im System durchexekutieren. Und das zeigt dann immer wieder, solche Fälle finde ich da ganz schön, die zeigen dann immer wieder, also ich will nicht sagen anfällig, aber wie fragil sowas auch einfach ist. Wenn ich jetzt von heute auf morgen alle, also ne, das gibt, wenn es bei Reichsbürgern, Querdenkern, das ist immer dann so lange putzig und irgendwie, wie es halt eine abgrenzbare Gruppe ist. Aber wenn sich jetzt quasi von einem Tag auf den anderen eine wirklich nennenswerte Masse entschließen würde, einfach nicht mehr bestimmte Konformitäten zu akzeptieren, dann kippt das ganze System einfach. Ich sage nicht, dass das toll ist, im Gegenteil, das ist die Gefahr. Aber dann merkt man, das ist halt, jeder denkt so, ja, was soll ich hier ausrichten? Ja, aber muss ja arbeiten gehen, ich muss ja das. Ein Scheiß muss man eigentlich. Das Witzige ist doch, dass genau der Vorwurf der Außenstehenden ist, dass dann die ganzen Schlafschafe oder wie sie es auch immer nennen, alle das System akzeptieren, dass die dann wieder für debil halten. Ja? Also da ist halt einfach nur am Ende, wer hat Recht? Die Mehrheit hat Recht. Ich sage ja auch nicht, dass ich rufe jetzt hier nicht zum Boykott auf oder so. Ich sage nur, dass dieses ach so übermächtige System an und für sich total fragil ist, wenn Leute einfach sagen, ich akzeptiere das jetzt nicht mehr, weil dann fällt dem System, natürlich am Ende des Tages, es gewinnt ja nur die Masse,
sozusagen die Mehrheit. Das fängt doch im Kleinen an. Wer sagt dir denn, dass die 23,57 auf dem Digitalanzeiger in der Supermarktkasse, Ja. Du gibst da deine PIN ein und denkst dir nichts dabei und plötzlich, Ja, es ist natürlich, der Ben hat es mit einem Satz ja genau auf den Punkt gebracht. Unser System ist darauf angelegt, dass die Leute in irgendeiner minimalen Form zumindest kooperieren, ja, dass sie irgendwie innerhalb des Systems sich bewegen, und wenn jemand das nicht tut, dann hat der Staat hier und da ein Problem. In dem Fall jetzt vom Beef, finde ich, ging es ja noch, weil da wird die Klage halt abgewiesen und der Typ muss blechen, ja. Es gibt aber natürlich noch ganz andere Geschichten, wie der Ben sagte, mit den Reichsbürgern. Das ist natürlich viel komplizierter. Wir haben die andere Geschichte hier mit Trump erlebt. Also letzten Endes war das Prinzip genau das Gleiche. Der hat auch viele Systeme. Der war halt an einer anderen Position. Der hat weiter oben angefangen, in Anführungsstrichen, und hat sich da keine Rentenansprüche zusammenklagen wollen. Aber letzten Endes hat der auf viele Dinge geschissen. Der hat ja salonfähig gemacht. Ja, genau. Das habe ich die ganze Zeit gesucht, diese Parallele, dass ich das Gefühl habe, schon länger, dass so Leute wie Trump und wer auch immer, und das ist wahrscheinlich immer schon so gewesen, nur hat man das vergessen, dass man einfach Dinge, im Mittelalter haben wahrscheinlich auch so die Fürsten irgendwas behauptet, und dann war das so, weil sie an der Macht waren. Und das jetzt mit Social Media ist es aber so, dass auf einmal jeder für sich sagt, ich kann einfach immer hier einen raushauen, ich kann das einfach mal behaupten. Ich bin das, ich bin das, Prinz, schlag mich tot. Ja. Und dann soll mir erstmal einer das Gegenteil beweisen. Es ist doch genau wie bei anderen. Also ich glaube, da gibt es dann auch so eine geistige Verwirrung. Also nehmen wir mal ganz aktuelles Beispiel, unser allseits beliebter Markus Söder, hatten wir vorhin ja schon ganz kurz auch angesprochen, das Thema im Vorfeld. Der hat jetzt vor einer knappen Woche oder so in der Talkshow halt auch behauptet, dass die aktuelle Corona-Situation, dass das niemand vorher gesagt hatte im Sommer, dass man das nicht hätte ahnen können. Das ist gelogen. Ja. Sagen wir es mal wohlwollend. Also sehr wohlwollend, es ist einfach nur gelogen. Glatt gelogen, Das ist einfach eine Frechheit. Das ist einfach eine unfassbare Frechheit, das zu beantworten. Wenn er seinen Scheiß dann nicht auf die Reihe kriegt, weil er irgendwelche anderen Dinge im Wesentlichen Markus Söder in den Vordergrund stellt, also für ihn ist Markus Söder das einzige Thema, Markus Söder, Markus Söder, Markus Söder. Alles andere ist ihm im Großen und Ganzen scheißegal. Und dann ist das so. Dann kann man das vielleicht so sehen. Ja, aber das ist ja das Schrecken, ist das sowas, das kann der halt machen, ohne dass, natürlich ist das heute ein starkes Statement, was du hier abgibst, und das wird auch gehört in der Republik, aber abgesehen davon. Ja, ist auch schon nur gemeldet. Genau. Ja, aber ich gehe schon mal raus, ein paar Müll. Du kannst anziehen, halt so einen Typen wie Trump, ich habe in seiner ganzen Amtszeit, habe ich immer gedacht, jetzt ist er zu weit gegangen. Mhm. Also jetzt verstehen selbst die Amerikaner, und ich halte sie nicht für dumm und so weiter. Ich finde das ein super interessantes Land und auch seine Bewohner. Aber ich habe die ganze Zeit wirklich gedacht, jetzt irgendwann nicht nur sozusagen dieses politische Establishment, sondern jetzt gehen irgendwann einfach auch mal alle auf die Barrikaden. Und er hat es aber irgendwie geschafft, einfach zu sagen, Fake News. Also der Typ ist, eigentlich ist er wirklich ein genialer Kerl, weil er hat da irgendwie so neurolinguistische Programmierung seiner Untertanen oder seiner Anhänger gemacht. Ja, und vielleicht waren sie auch einfach sehr willig dafür. Und das verfängt ja, und es besteht ja jetzt die ernsthafte Gefahr und Sorge, dass der auch tatsächlich noch ein zweites Mal wieder antritt und auch was wird. Und selbst bei den Akademikern in der Republikanischen Partei, ich weiß nicht, wie der das macht, ja, der erzählt am laufenden Band Lügen, und jeder weiß es ihm nach, Washington Post und so weiter, die haben ja immer dann diese wahren, sozusagen die Wahrheit hinter seinen Statements, das hat aber keinen interessiert, und deswegen wird das salonfähig, und da haben wir schon tausendmal hier gesprochen, und da tragen auch Social Media Kanäle dazu bei, weil du, wenn du einfach hingehst und sagst, das Staatsfernsehen ist vom System gesteuert und die Wahrheit ist im Internet, dann kannst du in diesem Internet alles behaupten und als Wahrheit erklären und damit auch alles, was dem nicht entspricht, zur Unwahrheit erklären. Aber jeder, der schon mal ernsthaft gegoogelt hat, weißt du auch, wenn du nach was suchst, findest du auch was. Ja, also alles. Ja, natürlich. Für alles gibt es ein Ergebnis. Und für alles gibt es eine Bestätigung. Genau. Wenn du das denkst und du suchst das im Internet, dann findest du zu jeder abstrusen Meinung eine Bestätigung. Gerne auch so bei medizinischen Diagnosen. Da bist du ganz schnell von einem Schnupfen bei irgendeiner exotischen Krankheit. Ja?
Und dann nimmst du so Pferdebesamungsmittel. Was war das? Globuli, Pferde, oder? Nee, es gibt ja bei Dings. Nee, Pferdebesamung ist dieses Pferde. Es gibt irgend so ein Pferdemittel da, was. Ivermectin, wie heißt Entwurmung. Was ist denn das? Entwurmung. Ja, hallo. Ja, das ist der Fantasie, mein Lieber. Ja, irgendwas mit. Nur weil in deinem Etablissement sich jeder Zweite für den großen Hengst hält. Also wenn ich das behaupte auf Telegram, dann werden meine Follower schon sehen, was sie glauben sollen. Was ich das so erschütternd finde, und das war ja ganz am Anfang von der Amtszeit von Trump. Also ich will mich jetzt nicht auf Trump aufregen, das ist ein Arschloch und fertig. Aber wieder seine erste Pressesprecherin von, also einfach dieses Wort der alternativen Fakten. Das gibt's nicht. Es gibt Fakten, Punkt. Es gibt keine alternativen Fakten. Das ist doch genial. Das ist nicht genial, es ist asozial. Es ist, wenn du drüber nachdenkst, ist es psychologisch genial, was sie da abgezogen haben. Und ich frage mich die ganze Zeit, war das ein Zufall? Oder lebt der Typ wirklich in so einer Parallelmatrix und hat das komplett entdechiffriert? Nochmal, aber was ich so für mich denke, ich weiß, und das sage ich jetzt wirklich mit aller Ernsthaftigkeit, ich bin definitiv nicht das allerhellste Licht auf der Kerze auf dieser ganzen weiten Welt. Das bestätige ich dir gerne. Ja, danke, da bin ich sehr froh drum. Und ich weiß, das wusste das ja auch vorher schon. Nicht nur, dass ich es geahnt hätte, ich wusste es. Ja. Und ich weiß es und fertig. Aber wenn ich das kapiere, kapieren das auch viele andere Millionen Menschen. Aber wieso rennen sie dann trotzdem so eine Spacko hinterher? Das sind Dinge, die ich nicht verstehe. Das ist genauso, wenn so ein Söder so eine Scheiße behauptet. Und das ist immer wieder das Gleiche. Also ich verstehe gar nicht. Ich sag's dir genau, weil der Dummheit wird auch nicht ganz woanders an. Der setzt an den Emotionen an und nicht an den Fakten. Ja, mag ja alles sein. Und er hat erkannt, was die Leute, es ist genau dieses Internetphänomen. Ja. Wenn du denkst, du bist todkrank, dann googelst du und dann findest du die Bestätigung dafür, dass du todkrank bist. Wenn du denkst, das System ist scheiße, dann googelst du und findest garantiert Beweise, Fakten dafür, dass das System scheiße, korrupt und was weiß ich, von Bill Gates gesteuert ist. Und das hat der bedient. Der hat das irgendwie erkannt, was die Leute hören wollen und hat das dann für sich ausgenutzt. Ich weiß gar nicht, also ich würde unterstellen, dass er es gar nicht so bewusst erkannt hat, sondern dass er es einfach gemacht hat und es hat funktioniert, ja, wie so ein Hund, der pisst halt an eine Laterne und das klappt halt irgendwie mit dem Revier, ja, der denkt ja, weder weiß er das, nur dass die Laterne im weißen Haus stand. Ja, ich möchte dir da zustimmen, ich möchte auch ungern dem Trump zugestehen, dass er da eine super Strategie hinter hatte. Er hatte keine Strategie, der hat es einfach gemacht. Also er hat es einfach gemacht und es hat einfach funktioniert. Ich finde das aber so schrecklich, aber wie gesagt, wenn so ein Idiot da ist und der so ein, also wie gesagt, man kann es doch erkennen, das ist doch offensichtlich. Das erkennt ja keiner, oder zumindest wenn sie es erkennen, sagen sie, nein, das ist super. Nee, das ist aber nicht es super. Ist ja, nein, sagen wir hier in Europa, aber es geht doch gar nicht darum. Die Leute, die darüber entscheiden, wer der mächtigste Mann der Welt wird, sitzen ja nicht in Europa, sondern in den USA, ja, aber du irgendwo hast doch eben auch in Missouri auf einer Farm. Auch in Missouri gibt es nicht nur Inzucht. Also das ist das sage ich ja gar nicht, aber die wählen ihn ja und andere wählen ihn auch. Und mich überrascht halt echt, dass der, also der hat es ja geschafft, sukzessive die Perversität seiner Lügen zu steigern. Und es wurde immer mehr, immer mehr. Und ich habe, wie gesagt, ich habe all die 4 Jahre bis hin zu den der Neuwahl der Gehofften gedacht, jetzt hat er den Bogen überspannt. Sturm auf Capital und so weiter. Jetzt hat er überspannt. Und nicht mal sowas. Stell dir mal vor, hier der Gysi ruft dazu auf, irgendwie den Reichstag zu stürmen. Ja? Ja. Dann ist er doch politisch in Deutschland tot. Jetzt pass mal auf. Mal ernsthaft, jetzt ist politisch genau das gegenteilige Spektrum. Aber ich meine, so die ganzen die Parteianhänger, ja, das ist halt also von der Logik her möglicherweise vergleichbar. Ja, du wählst halt was, wovon du weißt, ist eigentlich Quatsch. Aber du kannst da mit dem System, welchem auch immer, ans Bein pissen. Ja. Ja, und das war halt möglicherweise so ein Anfangsfaktor. Und irgendwann hat sich das offenbar verselbstständigt. Zu Trump noch gerade eine Sache, die ein bisschen ernst gemeint ist, oder nicht nur ein bisschen, die ernst gemeint ist, und dann noch eine Sache, die nicht ganz so ernst gemeint ist. Wieso das funktioniert hat und die Leute ihn gewählt haben in Missouri oder sonst wo, ich habe gelesen, da haben sich tatsächlich auch Wissenschaftler mit beschäftigt, dass es damit zusammenhängt, die Leute haben immer einen Punkt, weshalb sie jemanden wählen. Ja, das ist zum Beispiel bei den Religiösen, der ist gegen Abtreibung. Ja, und das ist bei irgendwelchen Schusswaffenfanatikern, der ist gegen schärfere Waffengesetze und so weiter.
die interessiert, wenn es, sagen wir mal, um es einfach zu machen, wenn es 10 Themen gibt und der redet bei 9 Themen den letzten Bullshit, aber das eine Thema ist das Thema, was denen wichtig ist, ja, was stimmt. dir wichtig ist, dann wählen die dann den. Dann blenden die das aus. Und das, da gibt es auch einen englischen Begriff für diese Denkweise. Ein Thema ist das, was es entscheidet, weshalb du den wählst, und das andere ist scheißegal. Und das war jetzt mein ernster Beitrag. Was war jetzt der englische Begriff? Den muss ich. Fuck egal. Oder? Den muss ich nachliefern. Fuck das, egalism. Ja, und so denkt sich halt der Bayer auch. Der Söder, das ist ein Bayer. Na, Sanmir. Das Schöne ist ja in dem Fall, dass der Söder auch bei der letzten Wahl ja im Prinzip ein Scheißergebnis eingefahren hat. Also für CSU-Verhältnisse. Auch in Bayern. Völlig absurd. Ja. Auch in Bayern. Bayern hat er auch ein Scheißergebnis. Und das muss man ja auch mal so sagen. Und. Und dass sie ihm ja schon jetzt hier und da an Karren pissen irgendwie. Wie gesagt, aber ich finde das so, ja, aber nimm andere Spacken, nimm den Scheuer. Ganz ehrlich, hat er alle Projekte, die er angehört hat, vergeigt. So ist er halt. Vielleicht hat er auch einfach einen schlechten PR-Berater. Ich möchte euch jetzt nochmal hier was richtig Niveauvolles, nachdem wir hier echt jetzt so richtig super Polit-Talk gemacht haben, noch mit auf den Weg geben. Am Anfang war das ja so ein bisschen, das war, glaube ich, der Ausgangspunkt beim Ben, das war so diese Machtlosigkeit des Staates gegenüber Leuten, die sich außerhalb des Systems bewegen. So in etwa. Und mir hat mal jemand gesagt, der sich beruflich auch mit solchen Leuten im Kleineren, nicht mit Trumps, sondern eher mit so, ne, was der Ben Beispiel Reichsbürger oder sonstige Typen genannt hat, der sich beruflich auch mit solchen Leuten rumschlagen muss, der hat gesagt, es hilft nur eins, Wasser abstellen. Du musst den Leuten das Wasser abstellen. Wenn du den Leuten das Wasser abstellst, dann sind die verloren. Merkst du, was sie ohne das System eigentlich wert sind? Ja. Das ist nämlich der ganze Witz auch bei den Querdenkern, die fordern ja ganz viel sozusagen Verständnis dafür, dass sie sich außerhalb des Systems oder vom System unterdrückt fühlen und so weiter. Aber das Wasser darf noch kommen, der Strom muss noch fließen, das Internet muss noch gehen. Ja, und die Rente muss noch gezahlt werden. Und du kannst ja Trinkwasser, in die Bude holen, und da sind wir wieder am Anfang der Sendung, dein Scheißhaus kriegst du damit nicht in den Griff. Ja, aber ich meine, gerade mit diesen Querdenker-Spacken und sowas, also das Geilste ist ja immer, wenn die auf irgendeiner Demo stehen und dann interviewt werden und dann sagen sie als erstes, ja, man darf das ja nicht sagen, dass Merkel doof ist. Sie sagen es aber. Ja. Also, die raffen denn mal, dass sie sich selber widersprechen. Also, wie bekloppt kann man denn sein, ganz ehrlich? Das ist doch auch Strategie. Das sind, glaube ich, Dinge, die man erreichen muss. Nein, clever ist das nicht. Ich glaube, das kann man alles nur so im Nachhinein betrachten. Ja, vielleicht, ich gebe uns noch 10 Folgen, dann haben wir uns hier bei 1-2 Bier auch völlig durchradikalisiert und fahren irgendwann mit dem Benanza-Bus durch den Besuchereingang vom Reichstag. Nein. Ja? Sag mal, sind das hier eigentlich Staubwedel oder ist das hier Teil einer Pflanze? Das ist aber auch eine lustige Pflanze. Damit reinigen wir die Strohhalme. Nein, das ist Anführungsstrichen künstlich und damit ist quasi die normale Pflanze gepimpt. Die kann man dann quasi, das ist so wie so trocken. Ist das so wie blaue Tinte in die Rosen, das Rosenwasser oder? Nö, so ein bisschen professioneller. Ja, das sieht jetzt keiner, wir machen vielleicht noch ein Foto und ich muss jetzt leider hier ein bisschen. Ich glaube, wir haben es jetzt richtig mal als politischer Player am Podcast-Markt etabliert. Habe ich den Alarm eigentlich verpasst? Nein, gibt's den mache ich jetzt. Gibt es eigentlich das Format des Polit-Podcasts schon? Ja, apropos Format. So eine SD-Karte hat nur eine beschränkte Aufnahmekapazität und wir sind jetzt, stramm die Stunde schaffen. Jetzt sind wir schon bei 1,18 und deswegen muss jetzt ganz dringend das hier kommen. Und dann musst du dich auch echt kurz fassen, weil sonst läuft die SD-Karte voll. Ich mach's kurz hier mit dem Quickie. Aber das ist jetzt eine Story, die habt ihr bestimmt schon, also der eine oder andere von euch schon gehört. Aber egal, sie darf einmal in diesem Podcast nicht fehlen und schon gar nicht am Ende der Sendung. Kennt ihr die Band Breath Against? Nein. Nein, kennt ihr nicht, kannte ich auch nicht. Ihr kennt dann auch nicht die Sängerin dieser Band, die heißt Sophia Urista, die ist 35 Jahre alt. Ach, die Pinkelgeschichte, der Ben ist schon tatsächlich. Das animiert ihn. Die ist Sängerin und die hat sich halt so ein bisschen beim Konzert gefragt, was mache ich eigentlich, wenn ich Pipi muss? Ich habe keinen Bock, von der Bühne runterzugehen.
Das war am Welcome to Rockville Festival in Dayton Beach. 40.000 Zuschauer. Und was hat sie gemacht? Sie hat sich einen Freiwilligen aus dem Publikum gegriffen und hat ihn, der hat sich dann auf die Bühne gelegt und dann hat sie ihm ins Gesicht gepinkelt. Sie hat ihm original ins Gesicht gepinkelt. Ein Video dazu ist viral gegangen. Ja, das ist rumgegangen. Hätte ja eher oral gehen müssen. Ja, genau. Und kennt ihr die Situation, ihr meldet euch in so einer Bierlaune für irgendwas freiwillig und ja, aber pass auf, plötzlich. Pass auf, dieses Video. Läuft's aus dem Ruder. Dieses Video ist auch insoweit damals, die Geschichte ist ja schon so bescheuert, ja. Aber jetzt mal ohne Quatsch, die muss eine Druckbetankung gehabt haben. Die hat dem nicht ins Gesicht nur gepinkelt, die hat dem ins wasserfallmäßig ins Gesicht gestrollert. Die hat den eher geduscht, ja. Und dieses Video ist dann irgendwann, wie das so ist, gepixelt worden, sodass man das dann so nicht mehr nachvollziehen konnte. Aber sie sagt dazu, ja, das finde ich auch noch den Hammer. Wo ist das Zitat? Also erstmal, wenn du pinkeln gehen musst und nicht kannst, was soll ich machen? Etwa gleich hier pinkeln und wer macht dann sauber? Und dann sagt sie aber letztlich, dass sie die Fantasie schon immer gehabt hätte oder zumindest an dem Abend gehabt hat, sagen wir mal so, sie wolle einfach mal jemandem in den Mund pinkeln. Ist das auch eine Fantasie, die ihr so habt? Weder noch. Also keine von beiden Seiten. Also. Der Typ jedenfalls liegt da, das dauert locker. Sie haben das hier im Nachrichtenmagazin Express, haben sie die Zeit gemessen. Ich glaube, 10 Sekunden lang pinkelt sie ihm ins Gesicht und der Typ lässt das so über sich ergehen. Und was war das für eine Veranstaltung? Also das war irgendwie, ja, war so, das nur so ein Rockkonzert. Wie hieß das Ding? Breath Against. Ja, Breath Against. Peace Against. Das ist genau die Band. Und das Konzert war, Moment, Welcome to Rockville. Aber, okay. Ja. Muss man mögen. Muss man mögen, ja. Also das gilt zumindest für den Typen. Der Typ hat sich ja nicht gewehrt. Also die hat ins Publikum gefragt, dass sie jemanden bräuchte, der Bock hat, dass sie ihm ins Gesicht pinkelt. Das ist ja halt, also der Druck ist ja auch beiderseitig. Du kannst ja da nicht einen Rückzieher machen auf der Bühne, oder? Ja, ja, also jetzt sind wir irgendwie, das ist so geil. Ja, wir haben mit einer Toilette angefangen. Scheißen angefangen, wir haben mit Pinkeln aufgehört und zwischendurch richtig geil Polit-Talk gemacht. Das ist einfach voll in die Presse. Ja. Das können nur wir. In dem Fall ist ja, soll ich sagen, voll in die Fresse? Nein, das ist jetzt irgendwie doof wegen dem Letzten. Das ist schon okay so. Ja. Wegen dem Letzten. Ja, gibt übrigens ein schönes Foto. Ne? Ja, ich will es nicht sehen. Ah, oh, ja. Nein, vielen Dank. Danke. Ich brauche das jetzt gar nicht. Naja, da sieht man ja gar nicht so viel aus. Aber was mich gewundert hat, der Typ hat ja irgendwie eine Bierdose auf die Stirn geklebt. Ich weiß nicht, ob du das Video wirklich mal gesehen hast. Der stand ja im Publikum und es gibt ein Video aus dem Publikum vor dem Ganzen, wo er schon so und hatte eine Bierdose sich hier auf die Stirn getaped. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das irgendwie so ein bisschen vorher schon vorgecastet war. Weil ich war auch mal hier, wir waren noch mal zusammen auf dem Volbeat-Konzert. Ja, aber was hatten diese Bierdose mit der zu tun? Mit der Gitarre, mit dieser, nein, nicht angepisst. Er hatte so eine aufblasbare, rosa Gitarre. Und da haben die dann hinterher auch, das ist ja so auf diesem Konzertvideo drauf. Und da haben die dann hinterher, kam raus, ja, der hat das schon ein paar Abende vorher gemacht und deswegen haben die den auf die Bühne geholt, weil die genau wussten, bei dem Lied holt er dann seine Gitarre da raus. Aber ich muss doch niemandem eine Bierdose an die Stirn kleben, damit er sich ins Gesicht pinkeln lässt. Der Typ hat das gemacht. Vielleicht hatte das gemacht. Aber der bekannt wird. Der rannte da rum mit dieser Bierdose. Aber wieso schließt du aus der Bierdose, dass das abgesprochen ist? Ich vermute, dass der irgendwie mit der Band vorher schon Kontakt hatte und vielleicht hat er gesagt, hier, ich stehe so auf dich, kannst du mir einfach mal in die Dose machen. So, und war das die Bierdose, die sie vorher ausgedrungen hatte, weswegen sie pinkeln musste? Nein, der hatte die ganze Zeit auf die Stirn geklebt. Guckt euch das mal an. Das war einfach ein Vollhorn. Das war einfach ein Vollhorn. Das ist jetzt gepixelt, Beef. Du kannst es dir angucken. Ich will mir auch keinen gepixelten Typen angucken, der sich also voll pissen lässt. Was soll das zusammen? Polit-Talk, ja. Nichts zu tun. Aber investigativ. Na, muss dann eigentlich auch mit dem noch Klicks irgendwie verarbeiten. Verschaffen, weißt du, das ist ja genau das ist ja das Perverse, also das so Spacken mit so einer Scheiße dann ja dann noch dadurch, dass es jeder anguckt, irgendwie dann immer noch mal gehypter werden.
Also ich würde, auch da wieder, also nennen soziale Medien, nennen angucken. Sie asoziale Medien. Das ist doch so eine Kacke da irgendwie. Also ich kann mich aufregen jetzt. Ich kriege jetzt Blutdruck. Ja, die hat sich aber auch hinterher entschuldigt. Sie hat ja gesagt, das ging irgendwie zu weit und so weiter und so fort. Ja, aber was schon beeindruckend, ich habe mir das Video ungepixelt angeguckt, ganz frisch im Express, ja, als ich rauskam. Hätte es mal ungepinkelt angeguckt. Und die hat nicht so ein bisschen plitsch-platsch, sondern die hat richtig einen weggestrullt, da 20 Sekunden lang. Ne? Ja, also, 10 Sekunden, da kam echt ein Golden Shower vom Feinsten, Alter. Vom Feinsten. Natursekt meinst du das nicht? Ja, gut, also solange die natürlichen, solange die Natur da nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Ja, mein Gott. Ich habe schon gedacht, der Typ ist der, das Lars Ulrich Scheiße. Das hat ja Gott sei Dank nicht in der Bühne stattgefunden. Ne? Wenn das hinter einer wegwischt. Der Wanderbühne. Und das ist auch dieser örtliche Bezug, den möchte ich gerade nochmal stressen. Wir können gerne auch solche viralen Marketingaktionen starten, aber lasst es uns nicht im Bilanzerbus, sondern im B-Fall machen. Das wäre mir ganz lieb. Warte kurz, während ich auf den Tisch scheiße. Ich habe hier für viele tausend Euro ein Klo bauen lassen. Da wird auch, normalerweise, das wird auch benutzt. Ja, und gezwitschert, aber es zwitschert ja nichts. Aber noch bei, nicht. Bei dir sitzt da auch keiner. Ja, mach da doch mal so ein. Wenn du dann drin bist, sitzt du ja da. Nee, ich das meinte ist sehr so beruhigend übrigens. Die Toilette, ja, dass da irgendwie so eine bekannte Persönlichkeit sitzt. Weiß ich nicht, Ulrich Wickert. Oder irgendwer. Lars Ulrich Wickert. Oder Autoritätsperson. Aber dann kann man Ulrich Wickert auf dem Klo. Weil das ist ja noch schlimmer als mit dem perverse Fantasie. Mit dem Metallica-Typen. Also, wie kommt man da drauf, mit Ulrich Wickert am Klo sitzen zu wollen? Das war doch nur ein Beispiel. Nimmst du bitte die Tabletten, einfach eine Autoritätsperson. Autoritätsperson. Ulrich Wickert. Wenn ihr mal richtig sagt, soll ich jetzt mal gepinkelt. Jetzt aber. Ulrich Wickert. Oh Gott. Ah, gut, ich glaube, da können wir jetzt echt nichts mehr draufsetzen. Wir müssen jetzt diese Sendung beschließen. Das war sehr, sehr lustig. Und ich finde, es steht uns eigentlich gut zu Gesicht, wenn wir auch mal unsere schlaue Seite zeigen. Also du bist ja nur so semi-schlau. Ja, okay. Aber wir anderen sind ja schon ganz schön ihr smart. Ihr seid richtig schlau. Ja, und, ja, so richtig schlau. Ja. Wir haben das System auch durchschaut. Und das ist sowas von. Wir haben es überlegt. Ja. Ich gehe ab morgen in Rente. Ihr seid sowas von quer. Ihr habt es durchschaut. Na gut, ihr Lieben. War schön hier. Sollen wir die nächste Sendung auch irgendwo im Warm machen? Oder? Na, können wir nächste Woche entscheiden, oder? Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ich hoffe, die Soundqualität war okay. Das ist halt auch alles echt sehr ausladend beim Herrn Beef in seinem Beefhole. Aber sehr schön und warm und muckelig. Und der Sommer kann aber jetzt über die Straße du musst die 600 torkeln. Quadratmeter Wohnzimmer putzen, ich sage dir. Also das ist scheiße. It's a shame. Vielleicht musst du das, die Wand einfach mal mit Rinderhälften abhängen für den Zaun. Das ist eine schöne Idee. Für die Rinderhälften Eierkartons. Er kann das mit einer statistisch berechnen, hier das. Schöne, wie viele Rinderhälften brauche ich denn, um einen Raum von 600 Quadratmeter abzuhängen? Leute, macht Schluss bitte, ey. Ich kann nicht mehr. Ja, also als Ben Cartwright kann ich dir das nächste Woche sagen, sehr weil das schön ist ja mein Spezialgebiet. Im Bad, in der Toilette könnte ich ja dann Rinderhälften mit Ulrich Wickert drauf irgendwie. Ja. Mit dem Branding von Ulrich Wickert. Gut. Ich habe zu viele Bilder im Kopf. Ja. Schöne Woche, Malediot. Tschüsschen, Küsschen, schwenkte Rot. Tschüss zusammen. Bis dann. Tschüss.